wieder, aber ich glaube, das kann ich mir abschminken. Hallo Chat, könnt ihr mich jetzt hören? Ja. Fuck, hab vergessen, ich habe vorhin den Stecker gezogen. Ja. Hallo? Okay. Okay, gut. Sorry. Super, super. Mein Gott, dann setz dich endlich hin. Verdammte Scheiße, ich kack mich gleich ein, Leo. Ja. Ja, bitte. Bin happy. Nein, Klaus. Also Klaus. Klaus und Brunhilde. Und Brunhilde Brauhaus. Ja. Richtig. Alles Klaus dann. Kleber, Brunhilde Brauhaus. Ach, die will ich auch heiraten. Drei ist du, genau. Bin schon vergeben. Und dann einsam. Hier kommt die Baut. Hier kommt die Baut. Bloß mein Kindchen. Hier kommt die Baut. Die ist am Mund schon. Meine Kerl, wenn du dich nicht um meine Tochter kümmerst, ne, da zieh ich dir aber die Ohren lang, du Wichser. Ich hab verstanden, mein Vater. Okay. Nun, wir haben uns heute hier versammelt, vor dem Altar von Aschlapa, um diese zwei wundervollen Menschen zu vertrauen. Vertrauen? Ja. Liebe ist wie ein Fest. Es muss nicht nur vorbereitet, sondern auch gefeiert werden. Ja. Und die, die sich lieben, die fürchten sich auch nicht davor. Vor gar nichts. Ich sehe in diesen zwei Menschen sehe ich mächtige Charaktere, die zusammen einfach nur harmonieren. Ja, und ich weiß noch ganz genau, wie Klaus damals 30 Waisenkinder aus dem Bändenwaisenhaus gerettet hat. Was für eine Aktion. Was für eine Aktion. Wow. Los, klatsch dir, du Peiner. Klaus, liebe Brunhilde, ihr zwei passt einfach mehr als nur zusammen. Das zeigt sich auch, in eurem sozialen Leben wieder. Und Medien. Mhm. Und im Medien. Bett. Und im Bett. Ja. Jeden Abend hört man aus eurem Schlafzimmer fies Affengeräusche. Da wird richtig rumgeknattert. Nacktes Fleisch, was aneinander klatscht. Auch irgendwann eine kleine Brunhilde oder ein kleiner Kaus gezeugt. Wer weiß. Wer weiß. Nun. Habt ihr zwei euch noch etwas zu sagen, bevor ich fortfahre? Ja. Also Klaus, du weißt, meine Liebe zu Elvis ist fast so groß wie... Stopp, immer ist ein lauter sprechen, klar. Kannst du näher rankommen? Du musst in einer anderen Perspektive. Ja, genau. Lieber Klaus, du weißt, dass meine Liebe zu Elvis fast so groß ist wie... Wie zu dir und deswegen werde ich dir kurz was vorführen, ja? Okay, ich bin gespannt. Love me tender, love me dear, tell me you are mine. I'll be yours through all these years till the end of time. Oh Gott, das war Wahnsinn. Danke. Das nächste Mal werde ich auch so bewegen im Schlafzimmer. Ruhe. Okay. Heute Abend, okay? Okay. Wie auch, Mila, wie auch? Na, Caro. Ja. Okay. Ja, okay. Es geht ja auch in der Ehe gar nicht darum, um sich zu tappen. Und ich bin Mann, einfache Worte. Und ich bin froh, Weasel Emotions kennengelernt zu haben, um dich zu treffen. Ja, vielen Dank. Ja, auf immer und ewig. Ja. Also, du dürftest jetzt, Mila? Ja? Dürfen es jetzt tun. Okay. Lieber Klaus, möchtest du die hier anwesende Partymaus Bruni heiraten? Nein! Du sage nun, ja, ich will. Ja, ich will. Bruni, altes Haus. Ja.
Wie schaut's mit dir aus? Willst du den Alten hier, den Klaus, willst du den zu deinem Mann nehmen, ihn lieben und ehren, bis irgendwas passiert? Aber sowas von... Ja! 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 Okay, so ja! Dürft ihr nun ja! eure Ringe tauschen. Okay. Hochzeitspommes. Hallo. Oh, hallo, Mystery, danke schön für den Prime achten. Ja. Ich wollte anmachen, weil wir hier eh du. Schon sind. Ja. Kurze Pommes, Leute. Gott, und jetzt lass uns das Volk hier alleine lassen und wir gehen jetzt knattern. Oh ja, let's go. Du. Lauf. Oh, so toll. Auf ewig. Mein Dank am Verhütungsmittel. Wir machen auch Geburt im Blaine County Medical Center. So, will noch jemand heiraten? Ja. Noch jemand? Irgendwer? Wir haben heute einen Flatterheit. Also die um die ja, beiden super. Geht's ja, nicht? Weißt du, was jetzt noch ideal wäre? Wenn sie da alle, die sie da sind, aufstehen könnten und eine lustige Bollywood-Tanzszene drehen. Ja, ich liebe Tanz. Ja. Richtig. Aber da muss doch Bollywood-Musik hintergelegt werden. Ja, das wird dann im Nachgang gemacht. Ja, sie müssen alle super irgendwie synchron tanzen. Das wäre natürlich perfekt. Komm, Mila, komm. Oh Gott. Oh, ich weiß gar nicht, wie man das tanzt. Kann jemand meinen Stock halten? Ich weiß auch nicht, wie man Bollywood tanzt. Können nicht alle einfach irgendwie tanzen? Ja, ja, jeder kann ja tanzen. Kann ich auch Slip machen. Mein Bein tut weh. Oh, ich fühl's. Das ist der mit 41 Schritten, der ist ganz cool. Der mit 44 Schritten ist besser. Guck mal, ein Musiker ist mein Party-Move. Woo! Der schöne Rasen mit Trampeln in Geburt. Ihr scheiß Ameisen, ich bin euer Gott. Kniet nieder vor mir. Schöner Abend und das alles dank Weasel Emotions. Weasel Emotions. Weasel Emotions. In Partnerschaft mit Thanos, Colette Pana und wer war der andere? Wildcats. Wildcats auch noch hier. Diamond. Und das Baker aus dem Norden. Kruschelfix. Bin ich verletzt, rufe ich die 966, die versexgeilen Ärzte. Genau, die versexgeilen Ärzte. 966. Falsch ist das jetzt nicht, ne? Ja, okay. Ich glaube, ich werde noch in den Norden gucken. Wir zaubern ihnen ein Lächeln und eine Latte. Macchiato. Wir haben eine neue Kaffeemaschine. Ja. Oh, wow. Okay, also haben wir noch... Achso, ist das jetzt... Wie lange sollen wir eigentlich tanzen? Wie lange tanzen? Haben wir jetzt? Ja, ich habe es einfach mal laufen lassen, bis hier irgendwer fragt. Das ist echt cool. Okay. Ja. Gib meinen Stock. Danke. Schön. Wollen wir noch eine Endcut machen? Oh Gott, reicht das nicht langsam? Ja, eigentlich. Komm, wir ziehen uns alle aus und reimen uns an der Wiese. Okay, denkt an die Blumen. Stimmt. Gut. Für alle anderen, danke, dass ihr hier gewesen seid. Ihr seht euch da im Fernsehen. Mhm. Rachel und Happy, wir müssen noch die Endcut mit euch drehen. Ne? Okay. Haben wir dafür ein Hotelzimmer? Ja, tschüss, ne? Danke schön. Ach du Scheiße. Nee, aber Rechnung kommt per Post. Vielleicht. Komm, ihr könnt euch vielleicht hier irgendwo hinstellen an einen anderen Ort und dann macht ihr, dann frage ich so. Okay. Oder ihr sagt dann, wir sind glücklich miteinander. Das ist ganz toll gewesen. Das war nicht schlecht. Momo, wir haben ein Update. Ja? Komm, wir setzen uns in die Karre. Jetzt weißt du, warum ich nicht im Laden bin. Oh, ja. Ja. Was? Naja, aber das sieht nicht so gut aus. Ach, Sie sind die Dame vom Stadtparkrestaurant. Ja, genau. Ihr Kuchen ist legendär. Dankeschön. Ja, mit der Bank. Schön, Bank. Ich liebe euch. Ich liebe euch. Bitte adoptiert mich. Mama. Wer hat das gedacht, dass ein Copycat von mir was sowas bringt? Ja, schön sieht das aus. Oh. Nimm dir mal den Krückschuh und hau ab. Soll ich sie noch mal? Komm, Momo. Mein Quatsch steht da vorne. Ja, ich scheiß auf deinen Quatsch, dumme Wichser. Ich sag euch, Weasel Emotions ist besser als Original. Mila, Curtis? Was dann? Anschnallen. Nö. Lass uns mal irgendwo kurz hinfahren, beruhigen.
ich weiß wo. Und Momo, like unseren Wildcats-Beitrag. Hab ich alles schon geliked. Wir haben schon gepostet. Ich weiß, hab ich alles vorhin geliked. Wir haben und eine super. Soll ich auch teilen? Wir haben eine super Grafik. Bringt das Teilen auch was? Ja. Wildcats. Hier fahre ich immer hin, wenn ich bei Mackes war. Also, Momo, hör zu. Ja. Das Baker oben. Ja. Gehört nicht mehr zu den anderen Krankenhäusern. Ich gehe im Pinkeln. Wir sind ab heute unabhängig mit eigener Leitstelle. Eigene Leitstelle? Ja. Wir haben eine eigene. Geil. Und wir bekommen auch, glaube ich, eine eigene App. Die App. Wir haben unseren eigenen Funkkreis. Und unser eigenes Leitsternblatt. Das heißt, die gehen uns nicht auf den Sack? Keiner geht uns mehr auf den Sack. Geil. Okay? Wir haben heute Mittag alles geklärt. Kein Stress oder so? Kein Stress mehr. Dr. Hühnchen übernimmt das alles. Oh, und Dr. Chuck übernimmt dieses Privatding. Aber der ist trotzdem nur unser Chef. Ist dieser Hawkins nicht auch mit diesem Privatdings da unterwegs? Nee, der ist doch Anwalt. Okay, ist der. Ach, das habe ich gar nicht mitbekommen. Der ist Anwalt. Okay. Sehr geil. Boah. Das Baker ist jetzt komplett unabhängig. Keiner kann uns mehr reinquatschen. Also unserem Chef. Das heißt, da ich jetzt Doktor bin, kann ich jetzt endlich Richtung Urologie. Ja, ich wurde vorhin auch befördert. Sehr schön. Bei uns war oben in Baker die Stadtdings irgendwie. Verwaltung und ganz hohe Tiere. Ja. Vom Department of Justice. Die sonst eigentlich nie auftreten in der Öffentlichkeit. Wir hatten sogar einen Anti-Mobbing-Beauftragten dabei, hat Dr. Hinchen erzählt. Oh, das ist auch wichtig. Die fingen jetzt komplett durch. Das ist geil. Das ist echt das geil. Das bedeutet also, wenn wir im Dienst sind, Funkkreis 2, okay. Ne, deine Nummer bleibt gleich. Ja. Und Leitsternblatt macht Dr. Hinchen fertig. Oh, das fürs Handy. Aber die anderen können doch auch dann einfach in unseren Funkkreis, oder? Die können rein theoretisch kommen. Aber dann schreiben wir die zusammen. Kopfnuss. Geil, das ist richtig geil. Aber endlich unsere Ruhe da oben. Ja. Und meine Helikopter-Sache, ich glaube, da kümmert sich der Dings um. Der Chief of Justice. Okay. Das wurde mich auch angesprochen. Meinst du, da kommt irgendwas nochmal? Ich glaube nicht. Okay. Natürlich habe ich nur Flugverbot. Ja, und alles Mögliche. Kann trotzdem fliegen. Ja. Damit du Bescheid weißt. Boah, das freut mich. Geil. Welche Nummer haben wir nun, Mila? 966. 966. 966, die speichere ich mir ein. Da wird die dann nicht automatisch. Und Dr. Hähnchen und die anderen von oben, die machen jetzt so eine Info-Rundfahrt. Die fahren jetzt zum Lonis Bar, zum Sheriff, überall alles im Norden und sagen dem Bescheid. Dass wenn die wollen, können die uns anrufen. Boah, geil. 966. Oh, pass auf. Oh. Kingstalom. Hallo. Hallo. Tag. Wie geht, wie steht? Alles super und bei euch? Alles gut. Alles supi. Super. Ja. Ihr seht echt schön aus. Ihr auch. Okay, ihr auch. Danke. Ich hab Leute vertaut. Dankeschön. Was? Vertaut. Verheiratet. Ja. Ein Traum. Ui. Und wie war? War echt cool. Klasse. Klau die Autos, ja? Nein. Weil unten stehen nämlich die Cops. Ui. Müsst ihr aufpassen. Ja, alles gut, das ist unser Auto. Okay. Aber dann fahren wir weiter. Immer anständig bleiben und anschnallen. Genau. Kärchen, immer doch. Ja, selber, ne? Und dreimal schütteln ist Selbstbefriedigung nach dem Pimmel machen. Das sagst du mir jetzt erst? Wo gehobelt wird, fallen Späne. Zum Glück schüttel ich nicht. Mila schüttelt. Ich schon. Los, drück auf die Tube rein. Bye-bye. Bye-bye. Also hast du alles verstanden, Momo, ne? Ja, perfekt. Das freut mich wirklich. Alles gerade. Ich hab auch Social Media mit übernommen. Für das Blaine County Medical Center. Und da haben wir schon 60 Likes. Ja, hallo. Ich folge denen auch schon. 966. Ach, stimmt. Mila,
Gerne. Mach ich. Hier stinkt es irgendwie nach Hundehaar. Tschüss. Mina, können wir uns nur mal das Video angucken? Ja. Kannst du irgendwo parken? Ja. Mumu, du guckst mal. Dann wirst du sehen, was heute für eine mächtige Person bei uns war oben. Okay? Okay. Eine Übermacht. Und die Person... Ach, ich park einfach hier. Okay. Na, dann mach mal Mila. Ja? Wow. Was denn? Du bist in den Zaun reingefahren. Oh, ich hab schon auf mein Tablet geguckt. Machst du den Motor aus? Okay. Mumu, ruf mal das Blank County Medical Center auf. Hab ich. Chat, ja. Haltet euch schon mal fest. Hast du? Ja. Siehst du das Video? Ja. Vor 2 Stunden. Ja. Lass auf 3 zusammen gucken, okay? Ja. Dann wirst du sehen, was heute für eine mächtige Person bei uns war. Let's go. Okay, 1, 2, 3. Oh. Aufpassen, Chat. Wir machen jetzt mal richtiges Manning-EP. Oh, say can you see by the dawn's early light what so proudly we hailed at the twilight's last gleaming. Jetzt pass auf, Mumu. Du wirst niemals erraten, wer bei uns oben war. Obamacare! Nein! Barack Obama! Der war bei uns! Der hat uns unabhängig gemacht! I'm asking you to believe, not in my ability to bring about change, but in yours. Wer will uns besiegen? I'm asking you to hold fast to that faith written into our founding documents. That idea whispered by slaves and abolitionists, that spirit sung by immigrants and homesteaders and those who marched for justice, that creed reaffirmed by those who planted flags from foreign battlefields to the surface of the moon, a creed at the core of every American whose story is not yet written. Yes, we can. Yes, we can. Yes, yes, we can. Yes, we can. Yes, we can. Thank you. God bless you. God bless you. May God continue to bless the United States of America. Thank you. Kannst du mal sehen? Blind County Medical Center. Yes, we can. Memphis steht dabei. Mein Gott, bless the United States of America und Los Santos. Wer will gegen uns was machen? Bei uns auf Barack Obama. Der hat uns seinen Segen gegeben. Der hat uns unabhängig gemacht. Geil. Ganz einfach Kiste. So. That's what's up, bitch. This would've. Schau an meine über mich. Wo? Ich hab das überarbeitet. Also. Bei dir? Ich bin ein Arzt und ein Therapeut, Baker, weil ich Kerl und Obama Kerl auch, Leute. Ich nehme da mal täglich alles. Warst du mit dem Pinsel auf der gleichen Schule? Welche Schule? Na, da wurde Pinsel sauber. Der schreibt nämlich genauso wie du.
Gar nicht. Doch. Verheiratet mit Credit. Ich hab keine Ahnung, ich weiß nicht, ob meine Video irgendwann anders sieht. Das ist unsere Antwort. Unsere Antwort auf diese Stockemarsch-EP. Da war ein für Barack Obama. Das war echt geil. Das sollen sie mal machen, Joshua. Das sollen sie mal machen. Alpino, danke schön für den Wies am 51. Und Son Brandi, danke für den Prime 26. Ich küsse dein Herz, bester Streamer, danke schön. Dr. Hähnchen hat das Video gemacht. Und Peter Klause, danke für den Wies am 36. Ich hab mich verfahren, Leute. Ich weiß nicht, ob wir noch in Amerika sind. Na klar. So, wir haben gepostet, Roxy weiß Bescheid. Alles ist geklärt für Mildebuch. Oh, Moment. Dowry muss ich noch anrufen. Ja. Dowry, hier kommt Dowry. Ich frag mal kurz wegen dem Video. Okay, Doki, gut Besserung. Ich muss ins Krankenhaus. Warum? Weiß nicht. Ich ruf mich danach an. Na, 966 ab ins Baker. Ich glaube, die klang schon so, als wäre die in einem Rettungswagen. Ah, und ganz vielleicht, ne? Ja. Das machen die anderen aber. Wollen die vielleicht eine eigene Uniform wie die anderen Krankenhäuser auch band haben? Boah, das wäre noch. Wow. Ja, dann lasse ich meinen Kontakt noch spielen. Dann gibt's eine Baker Rescue Patrol. Boah. Rescue Patrol. Und wir müssen nicht mehr so streng funken. Kein Kurz mehr sagen. Ich hab das eh nicht verstanden, wie Buchstaben auf einmal Worte waren, wie 187719. Ich ruf kurz den Governor an. Ja. Ich hab mich schwer gedrückt. Weißt du, wir können dann einfach sagen, ich bin da. Ja, die Leitstelle sagt, yo, RTB3, fahr dahin. Dann sagst du, okay, wir sind auf dem Weg. Und dann sagst du, Leitstelle, RTB3 ist da. Fertig. Oh, geil. Wie geil. Dankeschön, Oma. Ja. Wo fahren wir hin? Keine Ahnung. Oh, bist du ja auch cool. Ich wollte eigentlich nicht so lange bleiben, oder? Ja, ich bin auch richtig kaputt. Aber wir können ja noch ein bisschen. Bolt shaken. Was? Fliesentischbesitzer, Dankeschön für 5 Zapfs, Dankeschön. Und hallo Chat. Ich hoffe, euch geht's gut. Doch, irgendwie. Ich dachte, wenn wir eh schon drin sind, mache ich einfach die Kiste an, wenn nur 2 Stunden. Ja. Irgendwie. Hallo Hoppy. Ja. Ich hoffe, ich hab dir gestern keine Ärger gemacht. 21 Uhr, gell? Doch, ich hoffe, dass ihr getan habt. Übermorgen. Mittwoch. Ach Gott, heute ist erst Dienstag. Ach stimmt, übermorgen. Heute ist Montag. Stimmt. Jo, was ist denn da hinten? Ein Kangaroo. Oh, fahr schon. Ja, du fährst, hä? Mann, sollen wir bei Bennys vorbei? Ja, ich wollte ja auch Dobby noch zeigen, wo die ihren Stand dann aufbauen kann. Ja, aber das ist ein Krankenhaus. Das musst du ja auch noch machen. Das ist ja auf dem Gelände von Bennys, ne? Habt ihr gesagt? Pinsel Eier und Hirn. Zack, vielen lieben Dank für den Wies ab dem 33. Boah, ich hoffe so sehr, dass ich keinen Dings krieg, Alter, keinen VOD-Mute für die Lieder da. Hier ist viel Platz. Die Autos stellen. Ich glaube, die haben gar nicht auf. Nee. Chance. Ist nicht uff. Boah, Alter. Schau mal. Auch cool. Boah. Auf mit Mila. Was? Oh, da ist jemand drin. Ich hab Stimmen gehört. Oh. Hallo, ist da jemand drin? Wer hat gegen das ja, Auto ja, warte. Tami. Was geht denn? Da war gerade jemand, der hat gegen das Auto getreten. Gegen welches Auto? Gegen das Blaue hier. Oh, wer war das? Weiß nicht, der ist weggerannt. Das sah aus wie der Pepe. Wer der Pepe? Wer ist der Pepe? Aua. War das Gute? Moment. Kusch. Oh, ist auch, ja, mein Auto. Wer ist denn da? Ist Roxy also, aber auch bist du draußen bei Bennys? Cool. Wer bist du? Piep. Wie Piep? Wieder voller Elan. Ja. Piep. Ach, Dieb. Ach so. Ja, wir stehen draußen. Du musst mir helfen. Hier ist eine Verrückte, die mir die Kniescheiben rausschneiden. Wo bist denn du? Ja,
Wir machen hier übermorgen. Tami ist draußen. Ich weiß nicht, ob wir rein dürfen. Da drinnen. Okay, wir kommen. Mila. Da ist ein Verrückter, die will dem Dieb die Kniescheibe aufschlitzen. Oh, gut. Du bist Psychologe. Das ist da oben die Verrückte? Ja. Er ist noch nicht komplett klar, Holikost, aber wird geklärt von. Hallo, Mila. Oh mein, ich hab hier gerade. Warte, ich muss gerade ohne Hände in den Leiter hochklettern. Was sagst du? Oh, ich danke euch. Ich habe gerade den Flyer gesehen und da steht ja kein Datum drauf. Ich weiß ja, dass das am Mittwoch ist, aber. Doch, da steht 19. Oktober. Ach, nö, Mann, mach dich ja, weg. Ja, bei den eigentlich, die Animierten, glaube ich, steht das der nicht. Über eure Doch. Watsche Gefühle. Ich bin mir ziemlich sicher. Zeig mir deine Kniescheiben. Ja, zeig die Kniescheiben. Oh, du bist so einfach nur blind. Vor Ort. Ja. Da unten steht 19. Oktober. 21 Uhr in Rot. Diese rote, ne? Du musst da draufklicken. Ach so, ja, ich meine hier bei dem Flyer, der animiert ist, meine ich. Der ja, da steht das auch drauf. Nein! Ja, was nein? Ach so, ich muss da drauf. Du musst da steht doch da klicken für weitere Informationen. Ach so, ja, das habe ich nicht gesehen. Oma, Inge, soll ich dich verkoppen? Ich hatte Mila auf dem Hals. Ich habe mir schon Sorgen gemacht. Die frisst deinen Arsch. Dann ist ja alles in Ordnung. Ja, ich hoffe, dass er auch kommt, ne? Ja. Kommen wir auch? Was? Kommen wir auch? Ich komme auch, ja, ich komme auch, wenn ich nicht morgen eingekastet werde. Dann holen wir dich aber raus. Ich denke nicht. Ich komme auf jeden Fall, komme ich, mein Junge. Ja, unbringend Kostüme. Arbeitet er jetzt immer noch? Ja, ich muss mich ja nicht viel verkleiden. Ja, pass auf, der Stuck. Riech mal das. Okay, Köthi, dann pass auf dich auf. Bis später mal. Ja, pass auf dich auf. Die sind so dumm. Ich muss das nur mal drunter posten. Die klicken alle nicht auf das Bild. Was macht ihr beide da oben? Boah, wir knutschen. Oh, ist ein bisschen cringy, aber okay, wir drehen uns um. Du bist cringy. Du bist ein cringy, Curtis. Soll ich dich mit meinem Stock verkoppen? Oh, hört sich irgendwie gut an. Und ich meine nicht den ich in der Hand habe hier. Oh. Mila, schaffst du es? Nö. Bist du zu dick? Oh, gut. Mila, du musst mich auffangen. Okay. Mhm. Halte meinen Stock. Eins. Lass mich nochmal. Zwei. Drei. Ah. Aua. Aua. Geht's dir gut? Ja. Fast wie zu Hause. Gut gemacht. Oh, super, danke. Ihr habt mich ja wenigstens runter befreut. Jetzt schuldest du mir einen Fall. Wer ist denn eine Freundin? Ist das Elmo? Nee. Doch. Hoch. Mach dich weg hier. Denk dran, Mittwochs Party hier, ne? Aha. Steht alle im frischen Schlüppern. Auch noch frische. Mit dummen Fisch machen, sagst du? Wir müssen dafür noch einkaufen. Was müssen wir einkaufen? Na, unser Kostüm. Na, aber ich weiß doch nur gar nicht, jetzt, was ich gehe, oder? Ja, das ist Halloween. Das machen wir Dienstag, weil wir nur zu Dings da schon müssen, wegen Frisur. Wir uns verkleiden? Aber wir können doch schon alles holen. Ja, verkleiden. Ja, komm, wir gehen dein Kostüm holen, ich meine nur nicht. Yippie! Ja, ich nehme auch gleich heute. Ja, dann komm, du. Ja, tschüss. Okay, tschüss. Bis später. Blöder Pannendieb. Die ist wirklich verrückt. Da gerät es rein, steigt ins Fahren kurz, die Dante. So ekelhaft, Tami, bitte. Free. Okay. Hallo, Palli. Wir fahren erstmal zu Patty. Als was soll ich mich denn verkleiden? Na, du gehst als Chucky und ich Chuckys Bauch. Dann brauchst du eine Frisur with the weight. Ja. Und ich brauche einen Strampler und ein Dings, okay.
Ich mach das doch morgen. Ein gestylte Oberteil und ein, wie sagt man zu die Hosen? Flipper. Flipper. Moment, was bist du? Iwan. Irgendwas? Dann geh doch halt zum Freddy Krüger. Ja. Ja, ich finde hier schon was. War nicht angeschnallt. Da kommt man schon montags, Alter, und trotzdem sind alle müde hier. Mann, Chat. Malugini? Elugini? Elugini? Ich kauf meins morgens. Okay. Oh, selber Duplo. Übrigens schicke ich die Maus wieder zurück, die Corsa Skimita oder wie die heißt, die ist kacke. Absolut billig verarbeitet und die Software ist absolut Schmutzkacke. Das lieber, oder? Hm. Gibt es das auch oben schwarz? Hm? Achso, ja. Aber du musst oben... Hat nicht einen Lederkahn? Ja. Okay, das ist cool. Okay. Brauche ich die restlichen Klamotten und dann... Let's go, oder? Ja. $1,000, ey. Scheiße, ich hab kein $1,000. Ich hab kein $1,000 bei. Müssen wir zum Bankautomat. Mann, ey, weil du mich immer so ausnimmst. Auch emotional. Und Mann, ja, ich bin ein Pimp, jetzt lauf. Im Bett. Ich hasse das. Du Arsch. Was sollen die Leute von uns denken? Ich weiß. Ja. Also ich hab da jetzt gar nichts gefunden. Da gibt's auch nichts in deiner Größe. Dreinzel. Wo ist denn der nächste Bandautomat? Ja, Lazos, ich weiß. Die hat absolut auch schlechte Qualität. Ich hol mir die, beziehungsweise ich teste die SteelSeries Riva 5, die Unicorn hat da auch. Sonst kauf dir einen Anzug ganz gut und nimm eine Kürbismaske. Ist das eigentlich ein Akt, bei Amazon wieder, ja, was zurückzuschicken? Da weiß das einer? Ich hab da noch nie gemacht. Brauchst du $1,000? Ja. Okay. Dann geht Opa mal zum Bangoldemat. Heute noch. Was? Weißt du, der braucht Hilfe beim Abheben? Weiß nicht. Der ist schon echt schwer. Was ist los? Oh Mann, er findet den Schlitz. Ich habe irgendwie Zugriff auf ein Firmenkonto. Ja, der Dr. Chat hat mit dir gesprochen. Ja. Okay. Ich dachte schon, meine Karte ist kaputt. Aber am besten die Finger von weglassen, hat er natürlich gesagt. Natürlich. Oh, wenn du willst, können wir auch abhauen mit dem Geld. Bist du bescheuert? Aber da sind über $100,000 drauf. Ich habe da noch nicht reingeguckt. Mach hi. Das oh. Der will mir kein Geld geben. Jetzt. Noch nicht losfahren. Hallo, hallo. Ich empfange mal den Umschlag. Wer hat ihn gefangen? Den habe ich bekommen. Dann gib Mila das. Epic Pain, Dankeschön für den Wizard am 18. Ja, einfach zurückschicken und warten, bis dein Geld kommt. Wieder das. Okay. Aber wo kriegt man da die Adresse? Mhm. Wo man da wieder, oder so ein QR-Code oder so ein Shit, wo man das hinschicken muss? Ja, Gamekill, ich bin ja, eh gerade drin und dann dachte ich mir für ein, zwei so Stunden mal.
Mutter, wo fährst du hin? Ich glaube, das muss auf Konto, oder nicht? Boah, ich bin nicht sicher. Also, okay, dankeschön, Tritt. Aber kann man sich dann Geld quasi nicht gut schreiben lassen bei Amazon, weil ich da eh wieder bestellen will dann? Und Kakaotraum, dankeschön für den Prime Sub. Und trink Cola. Ihr habt das nicht gesehen, oder? Was dann? Okay. Hey, warte mal. Ich rufe mal Dr. Hühnchen an. Mhm. Ja, bitte. Dr. Hühnchen? Ja, bitte. Hab ich jetzt eigentlich auch meinen Dr. Teddy? Ja, natürlich. Ist es normal, dass ich aufs Firmenkonto zugreifen kann? Ja, das ist ab Rang 7 ist das irgendwie ja normal, aber du kennst das ja, ne? Ja, aber ich hab mich gerade erschrocken. Ich dachte, warum hab ich denn so viel Geld auf dem Konto? Ich wollte erst Shopping machen. Ja, Finger weg vom Firmenkonto, sagt Dinkelberg gerade. Wer ist denn Dinkelberg? Ach so, der Firmenmann. Ja, ich lasse die Finger davon, klar. Nee, aber ab hier Rang 7 ist das anscheinend normal, deswegen aber bei uns gibt's ja Rang 7, ne? Dann lass uns dafür mal trotzdem ein bisschen Essen trinken holen. Das weiß ich nicht, wie sich, das muss man mit Dr. Chuck ist sprechen. Ist Dr. Chuck schon da? Nee, ist schon noch nicht. Das ist das Firmenkonto für alle, weißt du, für alle MDs. Ach so, für die Idioten auch. Ja, genau deswegen. Ah, ich glaube, dann rutscht meine Hand mal kurz also aus. Also willst du jetzt Masken? Nee, ich will mit denen einfach nichts zu tun haben, deswegen interessiert mich das nicht. Ich habe selber genug Geld, weißt du, wie ich meine? Sonst kommt wieder Barack Obama schon wieder zu uns. Ja, nein. Und diesmal mit Panzer. Ja, genau. Ich muss nichts kaufen. Okay, danke. Ja, gerne. Ja, ciao. Fahren wir jetzt hey, ich hab meinen Dr. Tilde. Glückwunsch. Mila, wir müssen gleich zum Second Hand nehmen. Du musst mir einen Kappi kaufen. Ich hoffe, ich hab jetzt... Ja. Ich bin Dr. Kirsch. Nimm nur einen Dollar vom Firmenkonto und du hast jetzt die ZP bis Ostern dabei. Nee, danke. Hey. Keine Lust. Kein Bock. Echt, absolut keine Lust. Keine Lust. Echt, so wirklich nicht. Nee. So, dann hoffen wir, dass Dr. Chuck noch heute auftaucht. Was wenn wir mit dem auch noch quatschen können. Ich glaube, der weiß davon noch gar nichts, dass die da waren. Louis. Und dann heißt es die Tage wieder Medic RP. Chat. Mit vernünftigem Funk, ohne Druck. Ich freue mich. Warte mal, was brauchst du nur für eine Maske, Mila? Die ist doch Ming. Ich kann nicht, schau nur. Ach so. Was die so hier haben. Dann schau ich auch. Schauen? Schauen. Meine Nase dick. Halloween. Ich bin Mila, hör auf damit. Bin Mila. Welchen Kürbis findet ihr am besten da das hier, ne? Das ist kein Kürbis, du Dude. Ein Kürbis? Nee, das ist ein Aubergine. Doch, das ist ein Kürbis. Der ist cool. Der hier oder der, Mila? Oder der irgendwie? Nee, der Orange. Der? Ja. Boah. Wow. Ich brauche keine Maske. Ich bin hässlich genug. Jo. Oh. So, am besten wäre, wenn wir heute noch mit Dr. Chuck quatschen können. Aber der ist schon mit dem Berge. Hau rein, Space Pirate. Was macht der da? Hast du dir neues Mikrofon angeguckt? Oder? Boah. Was ist denn hier los? Nicht hier durch. Warum? Hm.
Berggasse. Das sieht man nur, dass es ein Dorf ist. Denen gehört übrigens das Bürgerschutz, ne? Und da wurde ich gestern angeschossen von denen. Was für Opfer. Alles und du erst. Nein, stimmt nicht. Den Grünen gehört das ja. Nicht dem Bauern. Abstimmen. Mila, kannst du mir eine Firmencap kaufen? Die rot ist von dem Bugsding. Schädlingsbekämpfung. Ich zeig dir welche. Hi. Ist der Typ nackt da drin, Alter? Ja. Hallo. Hi, Vito. Sie. Ja. Hallo. Hallo, Herr. Ja. Ich glaube, Gambino? Nee. Sie. Ja. Sie, Gambino, Sie. Hi, Vito. Dr. Hähnchen. Aus dem Norden. Aus dem Baker. Ich sehe nichts. Entschuldigung. Der wollte mit dir reden. Wer? Der Dr. Hähnchen. Unser Assistant Chief. Wer ist die? Na, das ist der zweite Chef von oben im Krankenhaus. Sie, diese Dr. Dacke. Danke? Dr. Duck. Nee, Dr. Das ist der richtige Chef. Sie. Ich rede vom zweiten Chef. Sie, aber ich habe doch die Nummer, Sie. Na, ich gebe dem gleich deine, wenn du möchtest. Sie, kannst du machen, Sie, keine Probleme. Ich glaube, der will irgendwas kaufen von dir. Sie. Irgendwie, irgendwas mit Werbe. Ich glaube, du sollst fürs Banker das Werbegesicht werden. Oh, Sie, das sind keine Probleme. Sie kann ich auch machen. Weil du so schön bist, Mama, Vito, Was? Gut, eine Frage noch an dich, die Korte. Sie, ja. Willst du die teilnehmen bei unserer Halloween-Party an die Samstag? Ihr macht als auch die Jury, ein, ne? Sie? Ja. Sie? Stimmt, wegen dem Geld, ne? Sie? Auch noch. Also, wer Mila und ich sollen in Jury oder nur ich? No, weiß ich nicht, wir wollen den einen. Die Sponsoren einer sein, die Frage, ne? Unabhängige Jury, ja? Süß. Mila, möchtest du Jury sein bei den Halloween Party Samstag? Oh, nee, diesmal wo ich auch. Kann ich so kommen? Sieht gut aus, oder? Mila wird teilen. Ja, du hast ein Idiot. Was sagst du? Das, boah. Sieht gut aus. Bitte. Hallo da. Vito, ich melde mich gleich, okay? Und ich würde als Dings mitmachen. Als Jury. Sie, perfetto. Samstag um wie viel Uhr? Ab, ungefähr gewinnt? Ab 20:30 Uhr, sehe. Okay. Sie. Da bitte vorher noch ein Stadterpark-Event stattfinden. Und okay. Dann von da aus fahren die Leute dann hoch, ja? Alles klar. Perfetto, mille grazie. Dann sehen Sie. Wir uns am Kein Samstag, Problem, ja? Herr Gambino und Vito. Sie, machst du dir gut? Habe ich noch nicht gemacht, Sie. Sie. Ich will auch. Sie auch. Sie. Arrivederci. Ihre hangen sich küssen, Sie sind der Pate. Küsst du auch die Ohrfeige, wie ich sie? Ah, nein, hallo. Ich will keine Ohrfeige, ich mag keine Fruchte. So, arrivederci, ja? Buona notte. Arrivederci. Ciao, was noch so geht. Ich muss aber Vito... geschossen kann ich nicht machen, ne? Doch, geht auch. Ja, hallo, Curtis. Dr. Hähnchen, ich habe gerade Vito getroffen. Ich habe dir per SMS deine Nummer geschickt. Ja, perfekt. Der weiß Bescheid, du kannst anrufen. Dr. Chunk ist da? Ja, der ruft dich gleich an. Der muss ja kurz mit der Stadtverwaltung noch reden, bevor er redet. Aber wir kommen schon mal nach oben dann. Ja, alles klar, wir sind gerade noch bei diesem Sandy Shores da hier. Aber wir kommen jetzt auch gleich hoch. Okay, dann bis gleich. Bis gleich. Du oder das Erste? Die andere. Ja, das sieht aus wie ein Schwimmanzug. Die andere war rockiger. Okay. Also dann, hier mit und... Ja. Aber zieh ein T-Shirt und genau. Kau. Und andere Minke bräuchtest du nun dann, ne? Ja, oder? Kau. Aber ich werde doch noch ungeschminkt. Ja, okay. Dr. Chuck ist da, aber der ist gerade noch, der muss auch irgendwie zu der Verwaltung nochmal. Ja. Aber lass uns nach oben fahren.
Dann können wir gleich mal den quatschen. Mit Vito ist auch geklärt. Samstag wurden wir jetzt eingeladen zu der Party. Da bin ich in Jury. Mila, du nimmst teil, ne? Ja, oder? Ja, okay. Falsche. Oh mein Gott, ups, I didn't again. ja, Jakrit ist alles geklärt. Okay, aber wird alles noch IC ausgespielt und bla bla bla. Aber ich bin im Support gegangen, weil das ist zu viel. Ich werde härter bestraft als, aus welchem Grund auch immer, als jeder Gangster, Alter. Der auf Cops schießt und so weiter. Und ich habe schon doppelte Strafe bekommen. Momo. Also jetzt Big Hair. Ja, kann schön chillig fahren. Morgen liefert der Herr Tanaka den Partybus direkt bei Benny's ab. Geld dafür haben wir schon bekommen. Kostet $2,500. Alles ist fertig gepaart. Voll cool. Was? Ich hab so einen Pickel zwischen an der Nase. Tut weh. Ich hab einen richtig großen an Popo. Ja. Und auf deinem Hals. Ja. Dein Kopf. Kannst du machen später? Ja. Ich popel den raus. Aber pass auf, nicht, dass wir dein Auge spitzt. Das sonst ist muss ich wieder dein Auge aufspielen. Das ist auf so vielen Ebenen verkehrt, was wir gerade gesagt haben. Wieso? Davon distanziere ich mich. Wie? Ja, sie. Ein Pickel ausdücken? Ja. Hä? Das muss. Hallo, Unicorn. Nein, das muss nicht. Doch, sonst gehen die nicht weg, hä? Die gehen von alleine weg. Nee. Du. Nee. Du. Nee. Du. Nee. Du. Ich rede nicht mehr mit dir. Lade dich nicht mehr zu meinem Geburtstagsparty an. Machst du wohl. Oh, du. Ihr Wildschwein hat sich... Hör auf damit, Mila! Was? Lass es sein! Bist du bescheuert? Ach, aber willst du das machen, ja? Nee, der ist genauso bescheuert. Stell dir mal vor, dass ein Pfosten der Hand im Boden drin ist. Dann sind wir tot. Dann haben wir wieder mit der Justiz zu tun. Kein Bock. Gar nicht, weil wir sind nicht in Arbeit. Bruch? Mm-mm. Fake Griffy, danke schön für den Prime Sub am 10. Hallo. For the night de la Baba G. Boah, so gut, Alter. So clean gut. Immer muss ich meckern mit dir. Weil du nur Quatsch im Kopf hast. Boah. War langweilig. Nein. Nein. Ich du gib Ruhe da hinten. Entschuldigung. Ich find's amazing. Wait. Ja, was ist eigentlich mit Roy? Der hat mich vor dem Bäcker durch. Der Dr. Chuck? Weiß nicht. Yo, Curtis, was geht? Yo, Riri Gangster, was heilen, Dog? Yo, Peace, Mann, was geht? Oh, du klingst schon wieder nicht so gut. Yo, was ist schon wieder passiert? Ich will mich mit den Grünen anlegen, aber die haben gesagt, die wollen keinen Ärger. Yo, das wäre ein Missverständnis gewesen. Und yo, ich weiß nicht mehr, was ich machen soll, Curtis. Yo, ich hab gestern den Scheiß... Ich wollte ihnen die Lebensexistenz nehmen, Mann. Das Burgerbraten. Und als ich halt vorgeschlagen habe, dass sie einfach meinen Weed in der ganzen Stadt verkaufen können, damit sie mehr Zeit haben, also ihre Burger zu braten, haben sie gesagt, nein,
Ja, was willst du machen? Jo, aber hast du schon die guten Neuigkeiten gehört? Jo, nein, erzähl, Mann. Na, dann geh auf Wiener Blaine County Medical Center und guck dir das Video an. Ja, das hab ich schon gesehen, Mann. Ich stehe da voll drin. Das ist voll cool, Mann. Ich hab mir so eine kleine Träne runtergekullert, ja, dass ich da überhaupt nicht vergessen worden bin. Das Baker ist jetzt unabhängig. Jo, der Norden hat gewonnen. Ja. Ja! Wir haben eine eigene Leitstelle, alles. Ja, das ist super, Mann. Das gefällt mir. Das 966. 966, merke ich mir. Ja, cool, Mann. Cool, cool, cool. Ja, ich, ja, die nächsten, die ich mir vornehme, sind irgendwie orange, Mann. Ja, du immer mit deinen Gang kriegen, ne? Ja, was soll ich denn machen, Mann? Streetlife. Geh den Gartenweg. Komm zur Therapie bei Mila. Die macht dich vernünftig. Ja, ich weiß noch nicht, Mann. Ich weiß es nicht. Lass dir wenigstens einen Attest aufstellen, dass du verrückt bist. Das sorgt für Strafmilderung. Ja, okay, jetzt hast du mich überzeugt. Ich melde mich, wenn ich Zeit habe. Dafür musst du aber zu Mila. Ja, alles klar. Kriege ich doch hin, Mann. Ist sie da? Ja. Okay, ich melde dich später. Haben wir später. Oh, peace. Bye-bye. Mila, du hast einen neuen Patienten. Cool. Cool. Geht ab, mein Hotel. Ja, schon wieder, Alter. Junge, der rennt hier richtig über den Server, Alter. Will so ein OG-Charakter spielen, Junge, und der trifft nur auf bürgerbratende Gangs und so. Was sind denn die da vorne? Hier wird irgendwo geschweißt. Hm. Dann sind die bestimmt in der OP. Oh. Da können wir assistieren. Ach du Scheiße. Brauchen Sie Hilfe, Dr. Chuck? Danke, nein, ich komme dann zu euch. Gib mir noch 5 Minuten. Ja, wir gucken zu wegen Ausbildungszwecke. Ja. Da werden Wunden verödet. Bitte Diskretion, meine Herren. Ja. Jetzt bitte die Zähne zusammenbeißen, es wird ein wenig brennen. Mhm. Oh mein Gott. Oh mein Gott! Ja, es riecht ein wenig. Das ist eine Flugzeugturbine. Das ist aber okay so. Das können Sie normal. Warum haben Sie so lecker gerochen wie heute? Das ist wahrscheinlich wahr. Wenn man die Augen zumacht, klingt das so, als würde jemand Crystal Meth kochen. Das ist der beste Doktor. So, das. Ist das hier bei euch normal, dass ihr solche Sachen einfach so anguckt? Wir arbeiten hier. Ja. Ja. Wir lernen. Wir lernen. Ja, ja. Was passiert hier? Ist das hier eine. Ist das eine Darmspiegelung oder ist das. Da werden Wunden verödet. Das ist eine Tattoo-Entfernung. Ja, verstehe. Oh. Oder so. Das ist ein Gruppending gerade. Ja. Ihr Lieben, ich bitte um kurze Diskretion. Ich komme in 5 Minuten zu euch. Ja, alles klar, alleine okay. Lassen. Kein Dr. Chuck. Okay, viel Spaß. Ab nach Hause, Kinder. Was war denn das für ein Spinner? Kommt aus dem Sandwich? Wer war das? Verdammt, ich kannte den nicht. Wer war der Typ? Blatt abbekommen? So ungefähr. Jetzt. Mann. Jetzt kuschelt ihr doch nicht so. Was ist das denn jetzt? Warum nicht? Oh, geht's? Du. Also, tja, okay, kann man schon machen, ne? Ja. So Bauchkraulen oder so? Ist auch mal. Warum spuckst du mir ins Gesicht? Du Schwein. Was meinst du das auch, oder? War das liebevoll? Hi, ich bin nie der kleine Löffel. Du bist jetzt der kleine Löffel. Mila, ich hab. Mila? Ja? Du musst den Melden meckern. Ha. Okay, oder komm dazu. Böse. Ins Gräble. Ja, super. Oh. Und die wollten mir erzählen, dass Leonardo DiCaprio nicht mehr auf die Tür konnte. Und deshalb gestorben ist in Titanic. Wir liegen hier mit 3 Leuten in einem kleinen Bett. Leonardo DiCaprio lade ich ein demnächst. Ja. Der ist nicht in der Sekte, oder? Der antwortet dir nicht, weil du über 25 bist. Wer war nochmal Teil? Ach, Tom Cruise kann ich nicht einladen, der ist ein bisschen zu sehr. Also. Aber den unfassbaren Hulk können wir einladen. den seine Nummer habe ich.
Und Kareshma, also dieser Fußballer da, ja, ja. Na, wir haben jetzt alle Nummern durch Obama. Ja, genau. Können wir den Sasquatch auch anrufen? Ja, den Sasquatch können wir auch anrufen. Cool. Nur nicht den Donald. Nee, der ist ja für die Stadt. Ja, richtig. Ja, das merkt man auch, dass der zur Stadt gehört. Boah, der Typ hat mich gerade schon wieder getwängert. Aber ich weiß nicht, war das. Das war. Was machen die da alle? Keine Ahnung, wer die sind. Keine Ahnung, die stehen da die stellen sich da so hin wie Security. Eigentlich müssten wir die wegboxen. Sind das Personenschützer von denen, weil die. Das kann sein, das ist Motorrad, guck. Die haben so ein Lost MC-Tattoo auf dem Rücken. Oder Angels of Death. Oh. Und die da vorstellen, sind die von der Polizei oder sind die Privatpersonenschützer? Die sind doch niemals bei der Polizei, oder? Hallo, S6. Es geht. Es gibt jetzt auch gern. 2 Security-Firmen oder so, ne? Also 3. Ja, genau. Keine Ahnung, ich kriege immer von Merryweather oder so Werbung, wo ich das gar nicht. Wie vom Wetterdienst? Ja, ja, genau. Ich verstehe das auch nicht, aber die sagen, ich soll mich da bei denen bewerben. Wie sind Schultern ein Helikopter-Umfang? Würde ich auch sagen. Boah, da shootet jemand gegen Roy. So, ihr Lauser. Blick dich dazu, Dr. Chuck. Was habt ihr angestellt? Na, wir haben alles abgerissen, Bro. Also. Obama war hier. Also, ich muss sagen, eine große Überraschung. Ich bin, bin begeistert. Wenn Mila auf den Schreibtisch kackt, dann klappt's immer. Ich würde sagen, jetzt ist der richtige Zeitpunkt, um euch zu Rang 7 zu befördern. Wir wurden schon befördert. Wir haben mich doch gestern zum, oder? Hey, ich wurde ja, noch nicht schon befördert. Ich kann noch befördert werden. Aber du bist doch schon hoch. Aber ich kann noch mal befördern. Ja, ich habe Könner schon nach oben gesetzt. Mila, wir müssen uns jetzt erstmal beweisen. Dann befördern Mila und auf die 7. Alles klar. Voll OPs Mila gemacht. Und Curtis, horcht mir zu. Ich bekomme jetzt Rang 7. Okay. Das gibt euch theoretisch Zugang auf das MD-Konto. Hab ich schon gesehen. Wir lassen die Finger davon. Bitte. Wir wollen ja nicht wieder beim Department of Justice landen. Ich wollte sagen, sonst haben wir wieder 4 Instanzen für uns. Aber ich denken Sie da dann, eh nicht Dr. Chuck, ja, wir haben jetzt Obama am Rücken. Mhm. Ja, und den Sasquatch. Ja. Aber Chef bist du noch keiner, Kusch, oder? Chef, ich bin kein Chef. Ob du jetzt Chef bist? Ob ich Chef werde? Ja, oder wie, wer ist jetzt der Chef? Hat sich das auch geändert? Wo? Okay. Bitte was? Nein, Dr. Chicken ist Chef. Dr. Und Hühnchen. Sie. Genau, Dr. Hühnchen übernimmt ja das hier und Sie nehmen die Privatdings. Na gut, dann ist es. Und wir alle sind Gott. Doktoren. Ja, genau. Sind wir jetzt vollwertige Mitglieder? Ja, Dr. Chuck, denken Sie wirklich von uns, dass wir Sie Ihr Krankenhaus wegnehmen wollen? Nein, ich habe gebeten, wenn ihr mich stürzen wollt, er schießt oder stecht mich bitte. Das habe ich mir gemerkt, Dr. Chuck. Das machen wir niemals. Wir stehen hinter ihm, wir stehen hinter Dr. Hühnchen und wir stehen hinter unseren Kollegen. Aber wenn es soweit kommt, ich würde ihr Herz essen, damit das nie aufhört. Das klingt gut, das klingt gut. Oh, ist noch Pipi auf dem Bett. Oh, Entschuldigung, ja, gut, ich war zu faul. Komm gleich zu euch. Okay. Sind, ach. Ich wette, der hat Leiche im Keller. Ja, wahrscheinlich. Der hat auf jeden Fall Leiche im Keller. Nicht nur einer. Der Chuck ist der Beste. Küss denn, du Momo. Würde ich machen. Wir haben den Momo übrigens schon aufgeklärt. Lutschen wir nicht alle mit dem? Mit wem? Ich? Was? Ja, wer macht denn sowas mit dem Umkleide. Bitte, einer von euch entfernt dem Herrn die Tattoos aus dem Gesicht. Wer möchte? Möchte da jemand? Jo, Dingeberg. Ja, Mila, kannst Mila du möchte? Den Laser bedienen? Aber ich will mit zuhören. Dann mache ich das halt. Ja, ich helfe dir. Na klar. Leck ein bisschen in dein Ohr rum. Okay. Bah. An die zwei Damen, ne? Wie bei ihren Namen nochmal? Entschuldigung. Lucy. Lucy und Frau? Sally. Bitte? Sally. Sally? Sally mit S vorn. Sally. Sally. Auf dem Momo müssen Sie aufpassen. Ich kenne die Sally schon. Passen Sie echt auf dem Momo. Okay, ich werde aufpassen. Das ist ein Schlawiner. Auch wenn wir uns schon kennen. Ich werde trotzdem aufpassen. Wir kennen uns doch schon.
Seine komische Schmalzsockel, die da oben hat, das macht er extra. Warum machst du so eine Scheiße? Ich mach doch gar nichts. Momo, lass Paul nur. Wirklich. Lass einfach die Paul nur. Ich hab doch gar nichts gemacht, Junge. Ja. Du stellst dich schon neben dir, das reicht schon. Lass sie nur. Du hast das wo ein soll ich Kilometer denn sonst hin? Das sind ne? doch meine. Wir sind doch Kollegen. Ja, aber das Bett, ne? So fängt's an. Und dann ja. schreibst du wieder Liebesgedichte und so. Ja, ist doch schön. Das ist das schön. Ein Ding von dir? Nein. Nicht? Oder magst du das? Oh Gott. Na, kommt drauf an, welche Art, ne? Vielleicht beeindruckst du mich ja noch, aber das wird schwer. Ich versuch's einfach mal. Ich bin gespannt. Dr. Chuck. Mhm. Kiss mich. Kiss mich. Wow. Ist ja, du Dr. wolltest Chuck das... ist der Beste. Dr. Chuck, haben Sie schon mit der Stadt da gesprochen? Die war nicht mehr da. Ich habe Tanaka erreicht und Tanaka meinte, Elael weiß alles, was ich wissen ja. muss. Du hast neue Uniformen designt oder so. Was? Nee. Ne? Nicht? Ja, nee. Das, also wenn wir das beantragen... Kannst du mir jetzt bitte erklären, was passiert ist seit gestern? Also gestern war ja noch... Naja, meine Frau Mila war gestern den ganzen Tag in meiner Body und ich war alleine. Dann wurde ich angeschossen. Dann habe ich ihre SMS gelesen, dass alles fallen gelassen wurde. Ja, und dann haben wir telefoniert. Und dann habe ich einen Anruf bekommen von einer Staatsanwältin. Hallo, Herr Kusch, ich möchte Sie gerne zu den Helikopteraktionen befragen. Und ich so, nur keinen Bock habe aufgelegt. Oh, Telefon. Ja, dann haben war, wir telefoniert, Dr. Chuck. Ich rufe dich gleich zurück, ja? Moment. Dann haben wir telefoniert. Und dann ist mir die Hosennaht geplatzt. Dann habe ich meinen Anwalt angerufen. Oh, wir rennen den Mund. Was ist das? Das ist unsere Ziege. Oh, Jonte schon wieder. Memo hat seine Ziege mit zur Arbeit gebracht. Memo! Ja. So, ich komme gleich wieder. Tu die wieder am Spind. Ja. Die macht Schnute. Ist die gerade gefoltert oder nicht? Alles gut. Wir haben ja voll Haus. Ich dir auch gern da doch mal drüber, ne? Also. Das ist eine Ziege. Das ist eine Babyziege. Ja, genau. Guten Tag, ihr Herrschaft. Hallo. Hallo. Hatte jemand von Ihnen ja. ein Uber-Fahrzeug bestellt? Nee. Nein. Nein. Okay. Oh, es gibt jetzt Uber in Los Santos. Gibt es das jetzt auch? Bitte? Es gibt Uber in Los Santos. Ja, ich mache das momentan noch privat, aber es ist angedacht, dass daraus dann eventuell mal ein Gewerbe wird. Oh, das ist okay. eine mega coole Idee. Oh, wie teuer ist so ein Fahrt? Die Nummer kann ich Ihnen sofort sagen. Oh, ich habe die vorhin aufgeschrieben, ne? Ich könnte die auch sagen. das ist die 489033. Find ich sehr cool. Nein, das kostet natürlich was. Teurer als Taxi? Ich weiß nicht, was Taxi nimmt. Hatte ich jetzt nicht geschaut. Ich glaube, so von hier oben bis nach unten, ich glaube, so 90 Dollar. Wie ist der Name? Piero Sanso. Hallo, Kubi. Piero Sanso. Chris Cross, danke schön für den Prime. R-R-E-O. Sanso. S-A-N-S-O. Ich habe einen im Kopf, Alter. Ich habe einfach Ubo geschrieben. Ich habe Uber Sanso geschrieben. Uber mit Pickbacker. Uber. Nee, also ich nehme pauschal einfach für die Anfahrt, egal wie weit es ist. Bis hierhin waren es jetzt zum Beispiel 11 Kilometer, nehme ich 250 Dollar und je Kilometer dann einfach. Ja? Nochmal 10 Dollar. 100 Dollar, ja, genau. Ein U-Boot ist das, ja, genau. Ein U-Boot. Dann setze ich mich lieber auf die Ziege. Nee, mit den Preisen bin ich mir auch noch nicht so ganz einig. Da muss ich einfach gucken, was das Taxiunternehmen nimmt und dann, ja. Glaub, passe ich das dementsprechend an. Da drunter habe ich bisher immer 110 Dollar beim Taxi bezahlt, also so grob. Grapeseed? Ja, na, aber Uber ist viel komfortabler. Ist auf jeden Fall. Und viel persönlicher. Was haben wir da? Es stinkt im Taxi immer noch kurz. Momentan noch ein Impala, aber ich will mir auf jeden Fall einen Viertürer holen. Ja, super. Eventuell einen Schafter oder sowas. Oder einen Zoom. Muss ich mal schauen, weil man muss ja erstmal, muss ich auch gucken, dass ich ein bisschen Geld verdiene, dass ich mir das halt dann auch leisten kann, ne? Ja, natürlich. Ja.
So ja, ist der Plan. Und Werbung machen, dann funktioniert das auch. Sag mal, so ist das, genau. Haare gemacht? Wer hat was schon gemacht? Vor ein paar Tagen, ja. Achso. Ja, ich war letzte Woche mit ihm, war ich hier arbeiten, mal durch die Stadt. Hallo gefahren. Timo, man kann ja, auch mit dem Uber-Fahrer Spaß haben, ihr wisst, was ich meine. Achso, es geht um Haare, achso, jetzt. Seine Haare, ja. Um seine Haare. Um alles klar, ich wünsche euch noch einen schönen Abend, ja? Ja, einen schönen Abend. Gleichfalls. Ciao. Ja. Wo ist denn schon mit der Dr. Chuck? Und wenn was ist, die 966 ist die Leitstelle des Blaine County Medical Centers. Alles klar. Super. Uber. Mila, sag mal Uber mit Peter Parker. Peter Parker könnte ich auch einladen. Uber mit Peter Parker? Peter Parker? Das ist Spider-Man? Ja. Peter Parker? Peter Parker. Hast du nicht gesagt, du hast die Nummer von Spider-Man? Ja, natürlich habe ich die Nummer von allen Spider-Man, die jeweils, ich weiß nicht mal, wer es war. Welchen Prominenten können wir denn noch einladen hier hoch? Alle. Moment, ich muss mal in meinem Handy schauen. Also, Dr. Chuck. Ich wollte nur sagen fürs Protokoll, das waren auch irgendwelche Leute in wichtigen Positionen. Ihr habt sie nie gesehen, die waren hier da. Wer denn? Ich weiß eh nicht, wer das ist. Wie bei allen meinen Patienten. Ja, die Leute, die gerade da standen? Also, niemand stand hier. Ich habe okay, da stand keiner. Ich habe niemanden gesehen. Da war niemand. Ich habe nichts gesehen. Oh, fuck. Okay, dann erzähl mir weiter. Ah, Deadpool, kann ich auch noch mal rufen. An der Stelle. An den können wir sogar üben, der ist unsterblich. Oh ja, stimmt. Ja. Also, ach, Dr. Ja, Chuck, dann haben wir telefoniert, wir beide. Dann habe ich Mr. Schlomberg angerufen, dem hat es erzählt, wir sind zum Department of Justice gefahren. Ja. Wir haben mit Mr. Santiago gesprochen. Ja. Der hat auch gesagt, das ist völliger Quatsch, warum das schon wieder aufgeholt wird. Und dann? Dann sind wir später zu einem Mr. Ford. Auch vom Department? Ach, das ist ein Richter, oder? Keine Ahnung, wer das ist. Das war ein Idiot. Und dann ist Mr. Schlumbeck komplett durchgedreht, weil die wollten mir Körperverletzung anheften. Obwohl es da keine Anzeige zu gibt. Okay. Und Sachbeschädigung. Und dann? Dann hat Mr. Schlumbeck gesagt, das ist absoluter Quatsch. Dann sind wir da aus dem Büro rausgestürmt. Na, und heute Morgen habe ich Mila davon erzählt, als wir aufgewacht sind. Und dann haben wir rumtelefoniert. Ja, dann kam Barack Obama, dann kamen andere Leute vom Department of Justice, die so aber nicht in Erscheinung treten. Die haben sich die Akten angeguckt, die haben nach der Problematik gefragt, die haben auch gesagt, dass die selbst schon dahinter sind, weil die vieles gesagt bekommen haben schon, also selbst Beschwerden bekommen haben, dass sich da viele Leute unter Druck gesetzt fühlen, dass das Central sich so ausspielt, als hätten die die Handball ist. Und dann haben die kurz beschlossen, dass Baker wird unabhängig. Okay, was ist im Central jetzt passiert? Soweit Milo und ich weiß, wollten die da auch vorbeifahren und denen quasi sagen, die sollen Schnauze halten. Genau. Das und die ist brauchen weder ihnen noch Dr. Hühnchen irgendwie ins Hand wegfuschen und ihnen sagen, wie sie das Krankenhaus zu leiten haben. Und jetzt sowieso nicht mehr. Das ist wahrscheinlich besser als das politische Gespräch, das ich gestern versucht habe. Bin ich froh, dass sich andere Menschen darum kümmern. Gut, gut gemacht. Wir sind für Sie da. Und Mila hat der Behörde auf den Stuhl gekackt, auf den Schreibtisch. Offensichtlich hat es was gemacht. So, und das mit dem Helikopter? Weil ich glaube, der Chief of Justice bekommt da irgendwie einen Brief und dann gibt es da, glaube ich, nochmal ein Gespräch oder so. Irgendwas passiert dann noch. Mal gucken. Okay, aber schlimmstenfalls musst du jetzt Strafe zahlen, oder? Jetzt, die wollten mich ja wegen Körperverletzung anklagen und Sachbeschädigung, jetzt nur noch wegen Sachbeschädigung. Okay, ja. Eli darf entscheiden, wenn du wieder fliegen darfst. Und das Video habe ich auch löschen lassen. Ich habe alle Beweise vernichten lassen. Schade, das war aber ziemlich lustig. Ja, vielleicht gibt es irgendwann ein Re-Upload. Vom Department of Justice wahrscheinlich, weil die haben das ja auf ihren USB-Stick. Ich melde mich gleich. Aber das ist sogar auf drei USB-Sticks. Dr. Chuck, bevor wir da hingefahren sind, habe ich Mr. Schlomberg gebeten, dass er das Video löscht. Und dann habe ich beim Department bei Mr. Paul nachgefragt, ob er sich das auf einem USB-Stick gespeichert hat, um das vor Gericht zu verwenden. Und der hat mir ganz tief in die Augen geguckt und meinte, ja, habe ich. Und dann ist Mr. Schlumbeck durchgedreht. Okay, Mila Curtis, ich danke euch vielmals. Ihr mir wieder erst das Leben schwerer und jetzt wieder leichter gemacht. Jetzt ist es super leicht wieder. Jetzt wünsche ich mir von euch zwei nur, dass ihr Dienst geht. Ja, machen wir. Wir haben am Mittwoch eine Party. Jetzt sofort.
Ja, natürlich. Ja, aber ich, wir wollten gleich wieder nach Hause. Heute war stressig. Okay. Ja, okay. Danke. Wir haben doch jetzt unseren eigenen Funkkreis. Dr. Hühnchen, mach das alles. Ob wir Funkcodes, Datenblatt und so. Wir gucken, dass wir vielleicht beantragen können wegen der Uniform. Da muss ich nur geeinigt werden, was für eine Farbe. Ich besorge dem Dings, den Herr Dinkelberg, gleich einen Feuerwehrhelm. Ja, cool. Naja, ja. Schlongberg wollte ja ein Praktikum machen. Sollen wir das mit ihm machen oder sollen wir ihn ins Central schicken? Also, ne, also das, ich glaube, das ist hier oben gut aufgehoben. Ich würde ihn trotzdem gerne ins Central schicken. Ja, einfach aber nur mit Kamera, ne? Nur mit Kamera. Moment mal, eigentlich müssten wir den schon ein Sandwich schicken, damit er terrorisiert. Ja, unbedingt. Wenigstens ein paar Tage. Dann kann er hier nochmal. Und selbst wenn er keine Empfehlung schreiben bekommt, nehmen wir ihn trotzdem. Okay, dann werde ich jetzt mal mit Santiago telefonieren, oder war der dabei? Bitte? War Santiago dabei mit der Stadtverwaltung? Nee. Also ein anderer, also bei uns nicht. Okay. Wer ist der überhaupt noch für uns zuständig jetzt oder hat sich das erstmal erledigt? Nein, der muss schon noch, weil der ist ja auch für den Hausarzt zuständig und so. Der ist ja quasi, wie sagt man, der Gesundheitsminister, Sanitätsrat, irgend sowas. Ja, und selbst der hat gesagt. Der ist schon Gesundheitsminister. Und selbst er hat gestern gemeint, er versteht nicht, was da. Bin ich Gesundheitsministerin? Er versteht nicht, was da noch aufgeholt werden muss. Was willst du? Okay, ja, falls ihr eine eigene Feier machen wollt, dann könnt ihr ja loslegen. Haben wir denn ein Feuerwehrauto? Ja, klar. Die Frage ist, ob ich befürchte, wenn du es auspackst, dann steht es erstmal auf dem Dach. Aber ihr könnt es ja. Nein, wir tasten es, kommt. Wir gehen uns das angucken. Oh, bist du dir sicher? Mila, komm. Los geht's. Ja. Mal gucken. Also, will ich das von hier drin? Ich geh nach oben. Ich das? Ja. Du weißt schon, Sachbeschädigung. Gott, ich lasse es ja nicht auspacken, das ist der Typ der Polen. Yeah. Oder soll ich es machen? Ich bin eh schon vorbestraft. Nein, wer sagt Jimmy? Dinkelberg macht das. Ja gut, das muss jemand machen, der Dienst ist, ja, Dinkelberg hier. Der Feuerbeamte macht das jetzt. Mila, hol das Fernglas raus. Da sind ziemlich viele Autos im Weg. Das passt schon. Ja, pack mal den Buffalo ein vielleicht. Aber sind Sie denn damit zufrieden, Dr. Chuck? Ich bin wunschlos glücklich. Also okay. Es wird zwar sicher wieder Stress geben, wenn wir Einsätze in der Stadt fahren und den die anderen Stadteinsätze hier heroben, aber dann ist es halt so. Und natürlich müssen wir unsere Telefonnummer auch noch bekannt machen. Soweit wir wissen, bekommen wir auch eine eigene App. Eine eigene App? Ja. Die vom Zentel haben uns nichts zu sagen. Genau. Mann, ich dachte, es passiert. Das wurde uns auch gesagt. Ja. Boah! Boah! Oh, dann kann ich ja direkt mein Auto sauber machen. Milda, pass auf. Oh. Geh da runter. Runter. Ende knallt. Wie funktioniert denn das? Oh. Nein, mein Auto. Mein Auto. Nein. Das Auto ist. Entschuldigung. Ja, aber das ist denn das für ein Strahl? Ich hoffe, das ist keine Elektrokarre. Entschuldigung. Mein Auto wurde weggeschoben. Boah, alles zerstörender Stahl. Was ist denn da? Der hat ja richtig Druck auf Lunde. Ja, der bringt der Momo. Leute, der kann auch Leute anbringen. Ja, den solltest du nicht auf Leute halten. Das ist ja, ungesund. Nicht. Na, ich fahre da eh nicht mit. Ich bin kein Feuerwehrmann. Gut, Jimmy, ich habe bei dir FD dahinter geschrieben. Brandschutzbeauftragter. Chiropraktiker und Feuerwehrmann. Ich, ich schau mal, ob ich Santiago erwische. Okay. Ja, mach das. Mach mal die Außenfassade draußen sauber. Jetzt wird das Ding mal hier aufgefuscht. Oh mein Gott. Boah. Will da rein. So fühle ich mich jeden Morgen, wenn ich aufstehe. Blitzer. Oh nein. Oh. Nein, Dr. Bündchen. Nicht machen, das lebensgefährlich. Jetzt sehe ich, das ist lebensgefährlich, Mila.
duschen? Nicht machen. Gott. Besser nicht. Dann schraub den Druck ein bisschen runter einfach. Moment, ich kann. Schau mal, hier ist doch. Hier steht doch. So, Badewanne, Badewanne. Direkt ins Gesicht. Warte, dann bin ich auch. Moment. Okay. Aua. Das hat wehgetan. Alles klar. Gott, der heult auch rum die ganze Zeit. Also wirklich. Vorhin angeschossen worden oder gestern. Also aua. Das war nicht gut. Spielbox also verhandeln lassen. Verdammte Scheiße. Das hat wehgetan. Bis dann. Ich habe einen Looping gemacht. Die Telefonnummer kennenlernen. Gut aus. Ja, das machen wir alle jetzt gleich. Wir wollten das vorhin schon machen, aber... Verletzt, rufe ich die 966. Genau. Versext kein Ärzte. Bei uns kriegen sie ein Lächeln und eine Latte. Macchiato. Okay, was tun wir, wenn, was weiß ich, die Southside anruft? Geben wir das dann weiter? Ja, wir nehmen alles. Okay. Wir nehmen alle Aufträge mit in der ganzen Stadt und im ganzen... Und wenn wir... wir haben besprochen, dass wenn wir zu viel haben, dass wir die einfach auf die 912 verweisen dann. Genau. Okay. Und das werde ich auch mit denen unten kommunizieren. Falls sie zu viel haben, können sie auch auf die 966 verweisen. Ja, und die können jederzeit unseren Funkkreis, wenn die zu viel zu tun haben, dann können wir auch da mitmachen. Also. Keine Angst, ob du krank, ob der Hähnchen, schauen wir das schon. Ja, und wir helfen dem. Ja, ich glaube schon. Ich glaube nur, dass die dann aus Prinzip... keine Sachen weiter. Ja, das macht die Gefahr. Die Gefahr, dass es keine Arbeit gibt, besteht wahrscheinlich durchaus. Na, aber Dr. Chuck, passen Sie auf. Vielleicht wird es in den ersten Tagen jetzt schwer oder in der ersten Woche oder ersten zwei. Aber die Leute, die wir dann verarzten, die wissen, wo sie hingehen wollen. Das ist quasi wie eine Privatpraxis. Ich wollte gerade sagen, ihr verwandelt euch in eine große Privatpraxis. Genau. Aber staatlich finanziert. Wenn die Leute dann anrufen, die bei der Schießerei liegen. Und deine so Privatpraxis behandeln wollen. Dann als ich gestern angeschossen wurde, habe ich sofort gesagt, ich gehe, wenn überhaupt, nur ein Spaker oder ein Spearbox. Ich wäre mit der Schusswunde weggelaufen. Ich wäre nicht ins Zentrum gegangen. Ich meine, okay. Aber wir können ja dabei bleiben. Wenn wir hier so jemanden haben, können wir die Sheriffs rufen. Oder ihnen beibringen, dass sie das Richtige sagen. Ja, genau. Gut. Ja, gut, wir schaffen das. Wir schaffen das zusammen. Ja. Und wir haben auch schon abgeworben. Der Herr Dingeberg hat abgeworben. Achso, ich schicke die ganze Zeit Bewerber hinunter. Ja, ich habe euch wieder abgeworben. So, wie wäre es denn, wenn wir als Kollektiv dann entscheiden, ob wir jemanden mögen, also ob jemand zu uns passt, oder geben wir einfach jedem die Chance? Nö. Ja, ne? Ich würde sagen, wir entscheiden trotzdem Kollektiv. Das wird sich ja zeigen. Ja, aber wir geben jedem die Chance, sich zu beweisen. Ja, ja, das auf jeden Fall, ja. Also ich habe jetzt den Leuten in den letzten Tagen, bei denen ich den Eindruck habe, dass die auf Akten und Bürokram stehen und geregelte Abendläufe, gesagt, sie sollen eine Woche ins Pillbox gehen und sich dann immer noch überlegen, ob sie zu uns kommen wollen. Richtig so. Ja, oder so, ne? Ja, aber die Leute werden früher oder später schon den Unterschied merken. Hier gibt's Lichttherapie, vielleicht Cannabis-Rezepte, vielleicht Milas Creme. Momos Aufdringlichkeit, der Dingebest, Wasserschlauch. Ja. Ich habe auch erfahren, dass ich jetzt Ausrüstung für plastische Chirurgie bekomme. Oh, also bin ich gespannt, ob ich ein paar Nasen richte. Ich sehe dann schon. Dann können Sie mal direkt Fett absaugen von der Stirn. Ich hätte gern dicken Ass. Ja, das kriegen wir. Ja, ich will. Ich will Brüste. Ich will Richtung Urologie gehen. Ich will auch, dass du das Beste bekommst. Ja, du bist jetzt Rang 7. Du kannst machen, was du willst. Dr. Chuck, wenn wir wirklich sowas beantragen können, wie eine Uniform, ich komme auch, beziehungsweise Kontakte, die ich kenne aus Europa mit Mila, wir kommen auch an andere Sachen ran. Da müssen wir uns mal wirklich auseinandersetzen. Halt. Sowas wie ein Arztkittel. Ja, solche Geschichten. Ein Kittel ist natürlich hübsch. Weil ich sehe sie natürlich in einem Arztkittel. Ein Kittel ist natürlich hübsch, das stimmt. Aber bei der Uniform müsst ihr euch selbst ausschnapsen, was ihr da gerne hättet. Ja, da soll das Baker hier entscheiden, welche Farbe. Pink. Ja, das schon gesagt, pink. So dunkelrot wäre schon ganz cool. Wir haben gesagt, ne? Hot Pink. Ich dunkelrot. Das hast du gesagt. Aber Pink ist ugly. Wir können extra für die... Erste mündliche Verwarnung für dich, Curtis. Wir können ja ich schreibe mal, sonst boxe ich schon mit Mila.
Dann bist du Hawkins 2.0. Da kannst du wegfliegen. Kuckuck! Kuckuck! Heile okay. Bitte direkt in mein Büro. Das sind scheinbar einfach das Kollektiv. Ich muss mich erstmal wieder in den Funk tragen. Na klar. Ja, wir sind im Zeitenkanal. Funkdisziplin. Oh Gott. Da funkt wieder jemand. Oh an. Gott. Ich entführe kurz Mila, wir kommen sofort wieder zurück hier. Alles klar. Mila, komm kurz. Warte mal drauf. Ich geh schlafen, Curtis. Dann penn doch hier oben. Ja. Okay. Ja, leg dich doch drin einfach auf die Couch. Ja, ich leg mich auf die Couch. Kann mir kurz zum Second Hand Line pullen, ne? Ich weiß gar nicht, ob der... Das ist egal, leg dich einfach zu mir. Es gibt halt keine gibt keine Feuerwehrhelme, EC. Das finde ich schade für die Leute, auch aus Central und so, die Feuerwehr bespielen. Aber man kann an Feuerwehrhelme drankommen. Naja, haben die nicht EC. Ich weiß nicht, ob das ein Bug ist, weil das ist einfach nur GTA-Logik. Naja, wenn ich dafür Ärger kriege, kriege ich dafür Ärger. Mila? Ups, ja? Hast du mit zu? Ja, vielleicht. Kannst du mal gucken? Mhm. Hier im Regal, da gibt's so eine Art Feuerwehrhelm. Der sieht aber, also das ist so eine Mischung aus Cappy und Feuerwehrhelm. Wie so eine Firmencap. Das können wir den Herr Dinkelberg dann so lang geben. Und wie sieht die genau aus? Rot. Die müsste rot sein, wie Feuerwehr. Und irgendwas mit, boah, Schädlingsbekämpfung, Feuerwehr oder so. Probier einfach mal ein paar an. Auf jeden Fall rot. So? Nee. Das kommt ihm schon nahe, aber das sieht dann nicht aus dem Feuerwehrhelm. Ja, stimmt. Guck mal, ich guck auch mal. Okay? Ja? So? Mhm. Die ist ja cool. Warte mal, das steht mir voll. Hallo. Hallo. Wo ist mein Feuerwehr? So? Mm-mm. Ich weiß nicht mal, ob die verkaufen sollten. Aber ich meine, die mal gesehen zu haben. Ja, ich kann aber halt nichts mit anfangen. So? Ja, schon, aber... da steht so... Die ist so rot-blau. Bugstars Pest Control steht da drauf. Was? Bugstars Pest Control. Stehst du? Ja, lass Werbung machen. Mir ist voll warm.
Ja, wir werden dann losfahren und Werbung machen, ja? Genau. Okay. Bye. Ja, passt auf euch auf. Bis später. Bye. Geht nicht. Bin jetzt alle durchgegangen. Noch so. Dann haben die vielleicht nicht im Sortiment. Hier im Secondhand. Lädt nicht. Was? Was? Was lädt nicht? Das Bild, was du mir auf Handy geschickt hast. Was für ein Bild? Ich hab dir keins geschickt. Ach so, okay. Ja, dann kann ich dir nicht helfen. Warum bist du... Hä? Ich kann dir nicht helfen, gib nicht. Ich weiß auch nicht, was für eine du meinst oder so. Soll ich mir die kaufen, ja? Nee, die ist ugly. Warum? Ugly. Warum ist man auf einmal so warm? Weiß nicht. Ne, ich glaube, die haben nicht im Sortiment. Oh, die ist süß. Na egal. Der Mumu ist dann. Okay. Was machen wir? Was machen wir? Ich rufe jetzt erstmal Dovi zurück. Okay. Ich schreib nachher mal ein Ticket, Alter. Hallo, Dovi. Um überhaupt mal zu erfahren, ob das erlaubt ist, weil das ist einfach nur GTA-Logik. Warte, ich zeig euch mal ein Beispiel. Okay, aber machst du denn ein Krankenhaus? Deine Pfanne war. Ja, guck mal hier, ich hab hier so einen Helm an. Das ist eine Zipfelmütze eigentlich. Kannst du jetzt nicht mehr kochen? Ach, Beckenpfanne. Cool. Willst du eben zu Bennys kommen, dann zeige ich dir, wo du dein Dings bauen kannst. Dein Stand. Und hallo Serkan. Hallo, die ich noch nicht begrüßt habe heute. Oder wollen wir das morgen machen? Okay, dann machen wir das morgen. Okay, dann bis dann. Tschüss. Also du nicht? Dovi hat erst später gesagt, jetzt gerade schlecht. Na, sollen wir dann auch zu Lunis Bar mal vorbei? Oh, ich fahr da doch gerade weg. Warum bist du, sei du nicht so stinky? Oh, boy, dann lass mich fahren. Ja, ich fahr da gerade okay. Kannst du das mit deinen kaputten Dingen? Dann nicht so gut. Ach, du schaffst das schon. Wir halten mitten auf dem Highway. Na, geht schon. Hm. Ich dachte, du magst heute fahren. Mag auch, aber ja nicht immer. Dr. Jens, danke schön für die Wiesn im 12. Monat. Ein Jahr jetzt, danke.
Du schreibst für mich? Ich schalte. Okay. Aber mein Bein tut weh, nicht meine Hand. Was? Aber mein Bein tut weh, nicht meine Hand. Hä? Dann entlaste ich dich halt nicht, weißt du? Na, du kannst durch dein Bein hier so rüber. Dann gibst du Gas. Nicht jetzt. You can lose. Ich hab Migräne. Ja. Du kannst immer Dr. Hühnchen anrufen und fragen, wo die sind. Ja, Karl. Dankeschön, Spargel. Hallöchen, Dr. Hühnchen. wo seid ihr denn gerade? Wir wollen vielleicht zu euch kommen. Okay, da kommen wir auch hin. Bis gleich. Die sind bei Lins Bar. Gut, dann kann ich im Automat. No. Geile Sau, du. Sag schon. Ich hab eine alte Beule. Und ja, hab ich verliebt, ich habe eine alte Beule. Alte Beule. Damit gebe ich dir einen Hieb, ich habe eine alte Beule. Alte Beule. Und die habe ich nicht lieb. Alte Beule. Will mein Fummi zurück? Will mein Fummi zurück? Weil ohne hab ich kein Glück. Aber du hast doch deinen Fumi. Fumi zurück. Ich will Fumi zurück. Oh, bitte gib Fumi zurück. Hm. Weil ohne werd ich verrückt. Gib nur mein Fumi zurück. Oh, boy. Ah, jetzt ein Dankeschön für du bist am 65. Monat, Bruder. Bald kommt die 69. Dankeschön. Mal. Oh, hier ist immer was los. Warte, Mila. Hi. Hier ist immer gefährlich. Ich zieh meinen Helm auf. Hi. Falls ihr Muschos meldet. Bin ich verletzt, rufe ich die 966, die versexten Ärzte. Oh, perfekte Scheiße, Mila. Warte, ist das Curtis? Was geht ab? Wir Curtis. Sind... Oh, hallo, die Kuschel. Hallo, Frau Bullock. Taka. Wie geht's euch? Nicht so gut. Hey, Curtis, was mir passiert? Super, ich wurde angeschossen, Popcorn. What the fuck? Von wem? Vom Burgershot in der Stadt. Hat sich anschießen. Hallo, Howdy. Howdy. Grüß dich. War gut. Mann, Mila, du sollst doch die Leute nicht immer zum Lachen bringen. Deswegen jetzt auch der Helm, oder was? Ja, falls mir jemand, falls mir jemand in den Kopf schießen will. Ist das Hollywood Thorsten? Hm. Ja, das ist Jason. Oh, perfekt. Zieh besser kein Lila an. Das ist Jason, ich muss sagen, der hat richtig. Wo ist denn auch ein Exklusiv? Was habt ihr mit euren Helmen? Urlaub. Wir setzen einen Trend. Wohin ist er geflogen? Das weiß ich auch nicht so genau. Ohne dich aber? Ohne dich? Ja. Howdy. Howdy. Schwein. Habt ihr schon die frohe Kunde erfahren? Nein. Das was Baker denn? Ist unabhängig. Yeah. Ach so, ja, doch, haben wir gerade erfahren. Und Barack Obama war heute zu Besuch bei uns. Da gibt's sogar ein Video. Das habe ich gesehen. Das fand ich sehr gut. Ja. Also habt ihr jetzt eure Ruhe? Ja. Zum Glück. Danke schön für den Motor. Yeah. Wir kümmern uns jetzt um die Menschen aus dem Norden. Hat der Mr. Bullock. Und die Stadt, habe ich gehört. Ja, aber du hast ja die Hand gedrückt. Dein Nulltick. Ja, ich zeig nochmal aus. Wir haben immer unsere Hilfe, Will.
Ja, wenn die Runde rum ist, dann wird sich bedanken. Wir salutieren, müssen auch nicht salutieren, oder? Oh, Moment, das muss no, ich. No, erst in zwei Minuten, sagen. Ne? Bloody, packst du meine Frau an? Nee, ich hab nur was eingestellt. Ich hab was ja, hast du? Ich hab ja nichts. Nieder, halt meinen Stock! Halt meinen Stock weit! Jemand muss meinen Stock halten. Nee, alles gut, ich hab nichts eingestellt. Hey. Pass auf! Ey, Curtis, du musst sonst gegen hinter danke. Halle 8, nee, Scheune 8, ne? Scheune 8. Du willst den nicht mit dem NWA Super Slam Royal Rumble Winner anlegen, oder? Ach, stimmt, das hab ich gelesen. Ja. Entschuldigung. Ja. Ja, alles gut. Ansonsten ja, dann danke an die Spender, yeah. Die Bullocks und so, ne? Cheers. Fuck yeah. 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 God bless America. Ja, wie bei Amerika. Ja, Bullocks, ihr müsst ja schon trinken. Oh, da sehe ich einige Leberzirrhosen. Okay. Ach, der hat nur 77%, das geht schon. Nachdem ich Moonshine getrunken habe, sehe ich auf dem rechten Auge nur noch 50%. Ey, das bist du nur beim Vorlauf. Ja, ich spreche aus Erfahrung. Es kommt irgendwann wieder. Oh, Gottes Willen. Es kommt gleich. Hey, Mr. Bullock, kann denn ihre Mama wieder ihre Klamotten raussuchen? Oh Gott, in die Flasche, das wäre nee, das haben sie denn für kleine Füße? Und wirklich klein. Wie die Füße eines Mannes. Meine Füße. Warum haben sie denn Klettverschlussschuhe an? Ich finde die praktisch. Die kriegt man einfach mal zu. Oh yeah, oh, das ist ein großer Junge. Milda, der Herr Schmatz, wo wird mein, der ist ein großer Junge. Oh, der Arme, jetzt ist er. Oh Mann. Kann den mal jemand drücken? Jiggy, das ist schon ein großer Junge. Jiggy! Herr Bullock will aus dem Bälleparadies abgeholt werden. Oh Mann. Er ist Knutsteiner mit seiner Schwester, jetzt wird er fertig gemacht von uns. Wir riechen gut. Was wir knutschen. Was? Seiner Schwester. Ach so, das ist nur ein Pfeilgenuss. Du hast 23 Uhr, ne? Suppe. Mila, guck mal seine Füße, wie klein die sind. Der hat geräucherte Würstchen drin und das Maisbrötchen auf. Das ist super. Oh, yeah. Tschüss. Oh, okay, es ist Zeit. Hier. In welche Warten. Richtung müssen wir denn? Mein Auto steht hier in diese Richtung, zu Hause. Okay. Ja, Richtung Norden. Yes, we can! Oh, ich... Mila, wow! Los, Mila, sabotier! Patriotisch hier oben sind damit nichts. Super kleine Füße. Fuck America! Wie bei Amerika! Fuck yeah! Yes, we can! Fuck yeah! And yes, we did! Ja, eigentlich kommt jetzt doch die Grapeseed-Hymne, aber das haben wir schon Ewigkeiten nicht mal gemacht. Ja, Ihr habt euch verändert. Hä, was soll das? Ja, alle sagen das. Alle Scheiße. Sagen das. Ihr habt euch auch verändert. Howdy. Howdy. Warum stehen wir hier draußen? Naja, weil wir gerade salutiert haben. Wer ja, sind genau. Sie? Oh. Die 10 Bullock. Mit den kleinen Füßen nicht vergessen. Schnauze, Kusch. Garstige kleine Hobbyfüße. Lächerlich klein. Das ist korrekt. Wie bei Deadpool, als er die Beine weggeschossen bekommen hat. Wird er jetzt verprügelt? Oh, 3 gehen rein, 2 kommen raus. It's ready. Einer kommt raus. Ich glaube, die Frau mit dem Zopf macht ihn fertig. Arbeitet ihr zwei eigentlich noch hier? Im Norden? Ja. Voll cool.
Also Leute, vergesst nicht, 966, ne, ihr müsst uns supporten natürlich, ja, dass wir eine eigene Leitstelle haben. Ja, hab ich schon eingespeichert. Immer die 966 anrufen, bevor ihr die 992 anruft. Wenn ich die 966, die versext geilen Ärzte. Bei uns kriegen sie nicht nur ein Lächeln, sondern auch eine Latte. Genau. Weil wir eine neue Kaffeemaschine haben. Also auf jeden Fall Wild. Ja, Wild. Kaffee auch mit Moonshine? Oh, das benutzen wir zum Desinfizieren. Oh, fuck yeah. Das gibt's auch bald als intravenös. Ich glaube, Popcorn ist der nächste Dauerpatient. Kriegst du Fentanyl? Ja, immer weiter zu den versexten Ärzten. Na, wenn wir das brauchen bei dir zur medizinischen Behandlung. Hallo, hier ist die Olga, was kann ich für Sie tun? Hört ihr den Wüstenfuchs? Dreckige Wäsche. Oh, dreckige Wäsche. Ich werde heute Abend noch zusammenlegen, dreckig. Sag noch was Dreckiges, bitte. Meine Socken stinken. Oh. Meine auch. Dieser Anruf kostet Sie $2.40. Vielen Dank für Ihren Anruf. Mama? Ich wurde gerade irgendwo verbunden, ganz komisch gewesen. Hast du abgezogen? Ja, ich glaube. Warte, machst du Telefon-Quinch? Ich hab irgend so eine Hotline angerufen. Das war ganz komisch eigentlich. Ja, Curtis, Telefon-Quinch würde ich auch mit dir machen. Ich bin ein verheirateter Mann. Naja, ich bin halt auch so für die Open Marriage, ne? Ich nicht. Ich bin wie der Werwolf von Twilight. Ich hab mich, wie heißt das nochmal? Ich hab mich, Festgewissen? Ja, sowas ähnliches. Den können wir auch noch einladen, den Wolf von Twilight. Ich hab nichts dagegen, ne? Stimmt. Mann, schreib das auf deine Liste. Ja, schreib ich auf meine Liste. Der riecht komisch. Ronny, magst du mir noch den Rest von der Geschichte eigentlich erzählen? Oh ja, das machen wir dann. Weiter. Ist der Cringe nicht dieser grüne Typ, der Weihnachten geklaut hat? Yeah, ja, das auch. Was macht das Baby wieder dagegen? Genix. Ja, dieser Wichser, Alter. Yep. Ich werde die ganze Zeit von der NSA angerufen und die machen auch nichts. Loni, wie sieht's denn aus am Weihnachten hier im schönen Weihnachtsbaum vom Laden? Ja, klar. Mit leuchtenden Bierflaschen? Wir holen ja eine von hinten. Ja, erstmal kommt Halloween. Oh yeah. Da ist übrigens am Mittwoch eine Party, ne? Hier, Mila, willst du wissen, was richtig witzig wäre? Was denn? Wenn wir an Halloween einfach unser Facepaint wegmachen würden. Ja, mach ich sogar. Also an unsere Halloween-Party Mittwoch. Wo ist die? Bei Bennys. Bei Bennys. Okay. Aber keine Sorge, wenn das in der Stadt ist, ist alles abgeschirmt. Ja, und Schickereien sind erlaubt. Ja. Ja, cool. Nur keine Waffen. Ja, no problem. Ja. Siehst du eine Faceband eigentlich gruseliger aus, Popcorn? Ja. Was soll das denn jetzt heißen, MJ? Naja, also man soll ja ehrlich sein und so. Und also. Das stimmt. Also, du weißt, also ich finde dich ja trotzdem hübsch. Also, so hübsch man einen großen Bruder halt findet. Aber das ist alles eigentlich... Mahlzeit! Danke. Nee. Also gruselig sieht das schon aus. Viel mehr gruseliger. Weil dann weiß ich nämlich, dass du wieder keine Drogen genommen hast und dann passieren schlimme Sachen. Oh, wie Tanzstunden. Ja, richtig. Die Revolver-Tanzstunden. Die waren nicht so witzig. Oder wie steht denn auch da mal tickig ist, ey? Am liebsten würde ich alles nehmen, damit ich einen Double Rainbow auf den Drogentest pinkeln kann. Mentheit. Ja, das hat er einmal gemacht. Oh warum yeah. Habt ihr eigentlich heute so schicke Hemden dann alle? Das ist auch muss mich fahren. Lenny, fahr mich schnell. Das ist Motto Redwood Red Hawaii Hemd Tag Day. Nee, das liegt einfach nur daran, dass der Doc einfach immer nur die gleichen Klamotten trägt und die einfach anfangen zu stinken. Das stimmt auch. Aber nur ein bisschen. Das muss man ja nicht so laut sagen, ne? Was? Das muss man ja nicht so laut sagen. Ne? Ja, dass die Klamotten stinken oder was? Das wissen doch alle, das ist doch die Wahrheit. Das wissen doch alle, der Gibi. Ja, deswegen wundert mich ja nicht, wenn ich 3 Tage im Wald rumstreife, dann stinkt er mir alles. Egal, muss mir Klappsport nicht mehr scheißen. Nee, einer muss nicht fahren. Ja, wird denn jetzt jemand fahren? Ja, kommt weit, fahr ihn mal. Ja, komm doch. Ja, wo ist mein Klappspaten? Ich muss scheißen. Ja, da geht immer hinten im Wald scheißen. Ganz viele Löcher. Ja, das ist gut für die Dings. Deswegen für die Blumen. Die Tanten so gut. Ja. Fuck yeah. Der ernährt sich auch sehr gut und dann wird es ja viel Kacke, aber manchmal ist seine Kacke ist ja dünnflüssig und weil er da am Berg scheißt, dann rennt das immer runter.
Und dann habe ich das bei mir im Hinterhof. Nicht, dass wir dann hier einen Steinschlag bekommen. Ich hatte heute eine Glückswurst. Oh mein Gott. Hast du einen golden Shit gehabt? Ja. Fuck yeah. Das ist der Schiss ohne abzuwischen. Ja, das geht auch ohne Spaten, alles gut. Wow. Ja, der Glücksschiss. Ja, der golden Shit, Alter, das ist da wirklich scheiße. Ja, die goldene Wurst, ja. So, ja, das ist so gut. Ja. Respekt. Ich liebe es hier. Der Norden. Wie kann der Herr Bulldog eigentlich mit so kleinen Füßen laufen, ohne hinzufallen? Das ist die größte Heulsuse, weil ich meinte, wenn er ein Problem hat, schießt ihm seine scheiß Felge. Ich brauche was zu trinken. Ich brauche eine Kürbissuppe. Wer schießt wegen ihm eine Felge? Ja. Loni, du hast Kundschaft. Ich weiß. Ja, auch bitte. Ich krieg zu Weihnachten den Playmobil Reiterhof. Ja. Oh, fuck yeah. Gut, der ist den gut, großen? Den ja. Hast du den noch? Ich hab den noch. Den kaufe ich auf Raten. Weil wir sind hochverschuldet. Hä, warum seid ihr hochverschuldet? Wir haben 20.000 Euro Schulden. Hä? Bei Frau warum? Bullock. Oh. Ja, Gwenny, warum haben die 20.000 Dollar Schulden? Na, weil sie 20.000 Dollar gebraucht haben. Genau. Oh. Für eine Fuß-OP. Ich kann nicht weggucken. Die sind so süß. Hier, Curtis, geh doch mal hin und fass sie mal an. Nee. Sie einmal oh mein Gott. Geh weg. Kommen Sie mal mit, Herr Curtis, kommen Sie doch mal her. Wenn da die Spurensicherung kommt, dann sagen die wohl, dass ein 12-Jähriger weggerannt. Kommen Sie doch mal her. Schauen Sie sich die Füße genau an. Ich will das auch sehen. Hallo, Mr. Burg. Mr. Kusch, ja. Guten Abend. Also, guten Abend. Ich habe nur gehört, da sollte irgendwas, sollten Sie dann noch verklagt werden wegen dieser Helikoptersache? Mr. Burke, ich habe absolut keine Ahnung, was da... Also, Mr. Santiago hat Dr. Chuck gesagt, alles wird fein gelassen nach dem Gespräch. Alles ist in Ordnung, beim Umfall, etc. pp. Und dann hieß es auf einmal... Ich wollte Ihnen nur sagen, ich habe das abgeschnitten, da wird nichts auf Sie zukommen. Okay, das ist gut zu hören. Das freut mich. Also, ich habe da klare Anweisungen gegeben. Ich sehe das auch so. Ich sehe dort keine Sachen irgendwie verletzt strafrechtlich. Staatsanwälte haben da irgendwas wegen Sachbeschädigung oder so noch gesehen. Da habe ich gesagt, naja gut, aber da müsste eben der Dr. Chuck da auch irgendwie was sagen. Das ist ja nicht so. Das war ein Unfall. Das kann passieren. Das ist ärgerlich. Aber ja, also... Mr. Ford wollte mich auch noch anklagen, weil wir waren gestern bei ihm. Wegen Körperverletzung. Ja. Aber da war doch niemand verletzt. Ja, aber er war fest davon überzeugt, dass er mich drankriegen kann wegen Körperverletzung. Obwohl niemand verletzt war. Und also der District Attorney hat von mir eine klare Anweisung diesbezüglich bekommen, der hat da alles fallen zu lassen, da wird nichts durchgeführt. Okay, das freut mich natürlich. Verweisen Sie, falls ein Prosecutor nochmal auf Sie zukommt, verweisen Sie bitte auf mich. Ja? Ich war jetzt die letzten 5 Tage im Urlaub. Ja, das habe ich mal bekommen. Aber wenn da jetzt was... Okay. Wenn da nochmal irgendwas kommen sollte, verweisen Sie da an mich. Ne? Sagen Sie ganz klar, ich habe Ihnen auch die Info gegeben, dass da nichts mehr zu folgen hat. Ja? Und dann sollen Sie sich bei mir melden. Mr. Ford war aber gestern der Meinung, das steht über ihn. Ja. Aber kann nur sein, dass ich falsch verstanden habe. Aber ist okay. Wenn Mr. Ford der Meinung ist, dann wird Mr. Ford ganz schnell merken, dass dem nicht so ist. Okay, Mr. Burg, dann vielen lieben Dank. Ja, alles klar. Mr. Kusch, schönen Abend noch. Gleichfalls. Tschüss. Dankeschön, bye bye. Wie cool ist das bitte? Jetzt zock ich Fortnite und trinke Cola. Ja. Ich hab gute Nachrichten. Ich werde doch nicht verklagt. Ist das in Ordnung bei Ihnen? Jawohl! Gott, ich dachte schon, ich werde Mutter. Ja. Oh mein Gott. Was? Ich wurde angeschossen gestern. Oh, deswegen der Schutzhelm. Ja. Hier ist. Okay. Eigentlich ist das ein Reiterhelm. Ah, hier drüben ist ein Geldautomaten. Gut. Gegenüber. Ja, den Umständen entsprechen. Ach, sind Sie nicht. Aber ich kann auch Rechnung stellen, das ist kein Problem. Oben, Baker. Und wir sind neuerdings. Haben Sie schon die gute Nachricht mitbekommen? Natürlich. Jetzt haben Sie mir die mal. Na, Dr. Hähnchen kann ein bisschen zählen. Ja, Dr. das Hähnchen. Ist der Chef. Ich hoffe, Bowen ist. Okay, danke schön. Ja, natürlich. Wir haben jetzt eine eigene Leitstelle, wir sind jetzt unabhängig.
Okay, oben in Palito. Ja, richtig. Okay, wie sind da die Nummern? Ja, richtig. Problem habe ich noch nicht mit an. Rufe ich die 966, die versetzten Ärzte. Fuck yeah. Du musst hier, merken, Mila, du musst am Schluss immer noch fuck yeah sagen. Fuck yeah. Oh yeah. America. Yeah. Fuck yeah. Können ihre Schwester gerne God bless. 966, wunderbar. Genau, das ist auch abgesegnet. Barack Obama selbstverständlich, ne? Ja, da hätte ich auch nichts anderes erwartet bei euch. Mila, das wird fallen lassen, ne? Ich wurde ja nie auf einer Leitstelle angerufen. Mr. Burke hat mich angerufen, der Chief of Justice. Der ist jetzt dazwischen. Ich kann mal anrufen, wenn oben was ist, dann wissen wir ja ich nicht. Ich rufe ihm Dr. Chuck an, okay? Ja, natürlich. Definitiv. Und die haben im Angebot? Okay. Sind Sie in der Notfall-App auch für Tüten? Noch nicht. Oder nein. Das wurde heute erst gemacht. Dr. Hähnchen haben Sie mal bekommen. Gut, ich muss jetzt zum Feierabend. Sehr gut, sehr gut. Der Chief of Justice hat mich gerade angerufen. Bis zum nächsten Mal. Das mit dem Helikopter, mit der Helikopter-Sache, das wurde, da wurde jetzt dazwischen gerichtet. Die Kürbissuppe hat uns hierher gebracht. Ich muss dem Dr. Chang anrufen. Ja, die Helikopter-Sache. Fuck yeah. Fuck yeah. Fuck yeah. Tschüss. Ich liebe dich, Granny. War ja gar nichts. Komm, wir gehen in die Seitengasse. Boah. Hier oben gefällt's dir, ne? Ich meine, Chili. Mein Gott, die hört man immer nur. So. Was denn? Der ist ja echt klein, pack ihn wieder ein. Stimmt nicht. Wenigstens habe ich keinen im Hals zertifiziert. Genau, so lächerlich klein wie die. Halt's Maul! Dr. Chuck, geht nicht rein. Geht nicht rein. Dann okay. Rufe ich Pinsel an. Okay. Willkommen. Hast du gerade Zeit oder bist du in Schießerei? Ich habe Zeit. Okay. Erste Sache. Der Mr. Burke vom Chief of Justice hat mich angerufen. Ja? Und der ist jetzt dazwischen gegrätscht. Ich werde nicht angezeigt. Okay. Okay. Zweite Sache. Oben. Ja? Das Krankenhaus Baker. Baker? Ist jetzt unabhängig von den anderen Krankenhäusern. Wir haben unsere eigene Leitstelle. Und unseren eigenen Funk. Ja. Boah, das ist doch perfekt. Also falls du irgendwann gefeuert wirst, weil du eine Tolle bist. Dann wie kommen verständigt wir dazu. Ihr euch dann mit den anderen oder fangen überhaupt ihr einfach nicht alle an? Wir perfekt. Haben unsere eigene Nummer, wir fangen das an, was uns, wo wer uns anruft, dann auch. Okay. Und drittens, guck mal auf VNet, Blaine County Medical Center. Da gibt's ja? ein Video. Guck mal, wer heute bei uns zu Besuch war. Geht nur 3 Minuten. Das musst wie du dir angucken. Blaine County Medical Center. Oh du musst dir angucken, Pinsel, wer heute bei uns oben zu Besuch war. Das musst du gucken. Alles klar, guck ich mir an. Okay, dann vielleicht bis später. Jawohl, Sir. Jawohl. Bis gleich, Curtis. Bye bye. Okay. Sollen wir gleich nach Hause? Mhm. Du hast heute auch nichts gegessen. Don Pomillo, Dankeschön für den Wait und Hallo. Und danke für den Resub im 5. Und Kravas, Dankeschön für den Prime 7. Und Admiral Wurst, danke schön für den Wiesam 5. ebenfalls. Ich hab Frisch auf den Tisch. Mit Thunfisch, danke. Wir fahren nach Hause, guten Nacht, bye-bye. Howdy. Warum stehen Sie denn hier so alleine? Naja, mein Freund steht da hinten und redet mit meinem ältesten Bruder und ich weiß nicht warum. Wer ist denn der Freund? Justman, Jeff, der links steht. Der Popcorn ist der Bruder? Ja, der älteste. Ach du Scheiße. Ja. Okay. Gute Nacht, Norden. Howdy, see you later, Alligator. See you later. Later, Gator. Aua. Du fährst. Okay. Hab getrunken. Gute Nacht, ihr zwei. Gute Nacht. Ja. God bless America und unsere Waffen. Fuck yeah. Sind Sie verletzt? Rufen Sie die? 966. Ja. Oh, fuck yeah. Die versext keine Ärzte. Dr. Chuck hat angerufen. Curtis. Dr. Chuck? Ja. Mr. Burke hat mich gerade angerufen, den Chief of Justice? Ja.
Der ist jetzt dazwischen, Gritsch, es gibt keine Anklage. Ich bin komplett frei. Bist du sicher? Ja, das hat er mir gerade gesagt. Und der klang auch ziemlich sauer, weil die das machen wollten. Weil er war im Urlaub 5 Tage. Ach, der war gar nicht da? Mm-mm. Ach, das ist ja schön. Wir sind frei und unabhängig. Okay, okay. Young, wild and free. Okay. Okay. Dann bereiten Sie sich schon mal darauf vor, dass mein wunderschöne Frau Mila Kusch und ich in Dienst kommen. Ich freue mich schon. Okay. Ach Gott, ich bin erstaunt. Und ich möchte dich nicht als Endgegner haben, sage ich dir. Was hat der aufgelegt, der hat Angst vor uns. Weißt du, was der gesagt hat? Der möchte uns nicht als Endgegner haben. Sollen wir nach unten fahren? Ja, ne? Wir müssen ja nur umziehen. Ja, komm. Wir müssen echt umziehen. Kannst du... Du flüsterst ein bisschen, ne? Nö. Kai. Aber wir müssen echt umziehen, hab ich gesagt. Ja. Du wirst echt alt langsam. Na, ruf doch mal. Warte, bevor wir schlafen gehen. Wie ist der Ton? Ton ist gebraucht. Ruf mal an. 427-427. Vielleicht ist da jemand da. Na, sag, wir haben ein Auto zum Verkauf. Einen Lampardio Chiquimila. Kostet neu, glaube ich, 140.000. Ob da sowas auch ankauft. Nullwertig. Klingelt? Oh, Leitstelfer ist im Moment nicht besetzt, aber hat kurz geklingelt. Ja, okay, dann versuchen wir Donnerstag oder Mittwochabend nach der Party. Ich hoffe, dass die Party ein guter Erfolg wird. Ja. Kommst du gleich mal duschen? Du weißt, ich komme an die Stellen schon rein. Oh, du verarschst mich schon wieder. Nee. Das sagst du immer. Ich freue mich so sehr, wieder arbeiten zu können, ne? Ich auch. Dori sagt auch jede weiter. Mein... Was? Irgendwas stimmt ja nicht. So, was macht die Dori? Sag auch jedem weiter. Ja. Hier ist das Team Rocket Hauptquartier. Wo? Na, hier links. Ist das nicht eine Zigarettenfirma? Nee, Team Rocket. Guck doch mal auf Symbol auf Karte. Warte, ich guck. Stimmt. Ich bin echt auf Meldewoch gespannt. Ich hoffe, dass es wird. Ich auch. Wenigstens 10, 20 Leute. Das war schon Caro, gut. Es haben ja jetzt schon ein paar Leute gesagt, so, jo, wir kommen auf jeden Fall. Hoffentlich springt die DJ nicht ab. Aber dann haben wir ja noch DJ Asni. Ja. Wird schon. Nö. Boah, ich freue mich wild auf Arbeiten. Nö. Doch. Eigentlich mit dabei zugucken, wie Leute einkriegen werden. Wirklich? Du magst das? Ja. Das ist mein Fetisch. Fetisch. Sogar ich mein Alter-Boiler ausdrücken. Na, wir können boah, das Englisch. Aber ich mag das, weil wir verhaltet sind. America, fuck yeah. Nee, keine Geister. Es ist halt nur kurze Pommes heute gewesen.
weil wir ein paar Dinge zu klären hatten, die wollte ich euch nicht vorenthalten. Ich mache jetzt gleich den Computer sauber, Alter. Ja, was geht ab, Boy? Wir sind gerade auf dem Weg nach Hause. Ja, du warst doch gerade auf dem Grape City, wir sind an mir vorbeigefahren, Mann. Echt jetzt? Warst du da auf dem Fahrrad? Ja, Mann. Ich hätte dich fast mitgenommen. Hä? Okay. Gehst du pennen oder was? Ja, wir wollten heute nicht so viel unterwegs sein, weil unsere Serie kam, aber die haben wir aufgenommen, VHS. Ja, schön nordisch, Mann, VHS, ja. Oh, alles klar, dann peace, schlaf gut. Na, ich hab gesehen, du warst mit Kefka unterwegs. Oh, Kefka und Kim, yo. Du klingst immer so grumpy. Ja, ich bin auch schon wieder ziemlich traurig, Mann. Alles, was ich mache, die ziehen sich alle in ihr Schneckenhaus zurück, ja, und keiner will Ärger mit mir. Ich bin einfach ein krasser Obergangster. Ja, das kenne ich. Aus meinen Träumen. Und das ist langweilig. Ja, das ist schwer, Mann. Also, ich bin schon echt asozial teilweise und ich versuch's mit allen Mitteln. Jetzt, ich war eigentlich schon in der Bude, jetzt laufe ich hier noch ein bisschen rum und denk nach, was ich noch so machen kann, Mann. Na, dann fang Gang zurück und konzentrier dich aufs Business. Was für ein Business? Na, Burgerbraten oder? Warum bist du nicht der Erste in Los Santos, der eine riesen Cannabis-Farm zustande bringt? Oben in den Bergen. Wenn du wüsstest, was ich so schon für Felder aufgebaut habe. Na, das wissen wir doch nicht. Oder unter einer Brücke, sagt Milo. Wir Nein, wissen Mann, noch nicht, wie krass Felder du bist. Ich nehme einfach die Felder. Oder da, wo der heilige Opti ist. Upti. Ganz dreist, Stimmt. Mann. Dreist ist immer am besten. Aber Milo, der sagt, der hat das schon gemacht. Oh. Ich habe vor ein paar Tagen mal 100 Pflanzen gepflanzt. Jo. Ich wurde gestern wegen dir angeschossen. Ich trage wegen dir einen kugelsicheren Helm. Hä? Ja, die haben auf mich geschossen gestern. Ja, ich weiß, Mann, wir haben uns gestern noch gesehen. Jo, bist du high, Mann? Ja, ich hab Schmerztablette. Okay, cool. Ja, alles klar, dann quatschen morgen oder so. Kommst du Mittwoch zu unserer Halloween-Party? Ja, auf jeden Fall, Mann. Du kannst, da gibt's doch einen Bereich, wo keine Musik ist. Und wo man cool abhängen kann. Und Schlägereien sind erlaubt. Ja, ich bin auf jeden Fall da. Okay, 21 Uhr. Ja, und klar, Essen trinken umsonst. Ja, alles klar, Pace. Okay, Pace. Mein Kindchen, was beobachtest du denn da? Arbeit. Guck mal, der Wing geht zu. Der winkt wirklich. Okay, gehen wir rein. Hi. Okay. Kai, eigentlich ist heute gar kein Stream, der Montag ist immer dort. Aber ich dachte mir, jo, wenn wir eben ein bisschen unterwegs sind. Ich beobachte immer Arbeiter, damit die sich unangenehm beobachtet fühlen. Ja, wie wenn jemand unangenehm beobachtet wird. Genau, renn einfach weg. Kein Schwein will dir zu. Also, was? Fäng dich. Doch, ich mach das gleich. Okay. Warte, wie? Ausdrücken bereit, meine alte Bude. Ich geh mit Heim duschen. Okay. Oh. Geht's los? Au. 1, 2, 3, 4. Oh mein Gott. Warum auch immer das Stream Deck nicht funktioniert, ich hab keine Ahnung. So. Ja. Wie gesagt, steht da am Streamtitel, kurze Pommes. Ich wiederhole das gerne nochmal. Ich habe angemacht, damit ihr das nicht verpasst, weil ein paar Sachen geklärt werden mussten. Oder Gespräche. So für die Story, wenn da jemand verfolgt. Und ich nicht glaube. Ich wünsche euch eine gute Nacht. Pinsel ist übrigens live. Gibt keinen Host mehr, ne? Man kann, glaube ich, nur noch raiden, oder? Aber den Pinsel haben wir ja schon super oft geradet. Deshalb raiden wir den Royale, den Jack Corner. Rein da in die Pommes. Weil der klingt in letzter Zeit immer ziemlich traurig, weil ich glaube, die Leute gehen nicht so auf das RP ein, was er macht. Und ich hoffe sehr, dass er seinen Charakter nicht deswegen aufgibt, sondern andere Wege finden wird.
Weil ich weiß genau, wie sich das anfühlt. Der ist, ich glaube, ich hoffe, dass der live ist. Warte, fuck. Ich habe nicht geguckt. Nein, der ist gar nicht da. Wie kann ich den Raid abbrechen? Ja, Abbruch. Fuck. Wer ist denn online, Alter? Guck mal meine Spionageseite hier. Pinsel, boah, Pinsel mit 741. Dann machen wir doch Pinsel. Dann machen wir doch Pinsel. Aua. So. Aber ich hoffe trotzdem, dass Jay seinen Charakter nicht aufgibt. Schade, der offline ist. Ja, vielen lieben Dank für den Support. Danke fürs dabei sein. Auch wenn es nur 2 Stunden waren. Lasst euch lang klatschen, bleibt gesund. Wir sehen uns Mittwoch. Okay? Mittwoch. Wie lange dauert das denn jetzt mit dem Raid? Ach, ich muss selber starten. Rein da. Halt die Klappe, wenn du Kulissen nicht. Ja, see, ciao. Bye-bye, Chat, bye-bye.